So, wir gehen wieder in eine völlig neue Thematik, und zwar in die Thematik Geld. Die Phönizier, gibt es einen Spruch, die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Das ist so die große Frage. Es hat einen Grund, warum immer zu wenig Geld ist, und den Grund wollen wir heute kennenlernen. Wir haben einen hervorragenden Referenten, aber bevor ich ihn dann vorstelle, möchten wir einen grundlegenden Film schauen. Ich habe ein Referat von unserem darauffolgenden Referenten, also von Nikolaus Hofer, gesehen. Und ich habe ihm dann gesagt, er hat hier mit ABC-Schützen zu tun. Ich habe ihn gebeten, den Vortrag möglichst grundlegend zu bringen. Und dann haben wir uns geeinigt, dass dieser Film mal die erste Grundlage legt, dass wir überhaupt wissen, wovon wir jetzt sprechen, wenn wir von Geld sprechen. Und dann wird er darauf aufbauend seinen Beitrag bringen. Viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Du wirst merken, dass du über Geld so wenig weißt, wie ich darüber wusste. Nichts. Also, sind wir mal gespannt. Was ist mit dem Geld los? Warum reden wir heute in der AZK darüber? Was wird uns darüber verschwiegen? Der Film "Warum überall Geld fehlt" vom Goldschmied Fabian geht voran. War innerlich erregt, als er seine Rede übte, die er am kommenden Tag vor einer großen Menschenmenge halten würde. Schon immer hatte er nach Macht und Prestige gestrebt. Nun würde sein Traum bald wahr werden. Fabian war ein Handwerker, der mit Gold und Silber arbeitete, Schmuck und Verzierungen herstellte, doch es gefiel ihm nicht mehr, dass er sich seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen hatte. Er suchte den Reiz des Außergewöhnlichen, die Herausforderung. Und nun stand sein großer Plan vor der Verwirklichung. Seit Generationen war der direkte Warenaustausch die gängige Art des Handels. Wer eine Familie zu ernähren hatte, bewältigte diese Aufgabe entweder ganz durch eigenen Anbau und eigene Viehzucht oder er spezialisierte sich auf ein bestimmtes Gewerbe. Der Überschuss aus eigener Produktion wurde gegen den Überschuss anderer eingetauscht. Der Marktplatz war der muntere Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Trotz Staub und Lärm war das bunte Treiben allgemein beliebt, denn es gab immer viel Neues und Interessantes zu hören. In letzter Zeit schienen sich jedoch Reibereien und Streitigkeiten zu häufen. Wozu noch viele Worte darüber verlieren? Es war an der Zeit, ein besseres System auf die Beine zu stellen. Für gewöhnlich waren die Menschen bislang guter Dinge gewesen und hatten sich an den Früchten ihrer Arbeit erfreut. Die Regierungsform war ausgesprochen simpel. In jeder Gemeinde wurde ein Bürgerrat gewählt, dessen Aufgabe es war, Freiheiten und Rechte des Einzelnen zu sichern und zu gewährleisten. Niemand durfte gegen seinen Willen zu irgendetwas gezwungen werden, weder auf Betreiben eines Einzelnen noch einer Gruppe. Das war der einzige Zweck der Regierung und jeder gewählte Bürgermeister wurde von seiner Gemeinde bereitwillig unterstützt.
Der Markttag warf jedoch einige Probleme auf, denen nicht ohne weiteres beizukommen war. Welchen Wert hatte ein Messer? Sollte es mit einem oder mit zwei Körben Mais bezahlt werden? War eine Kuh mehr wert als ein Leiterwagen? Wo war der Maßstab? Niemandem fiel ein besseres System ein. Fabian hatte den Menschen verkündet, ich habe die Lösung für unsere Probleme mit dem Tauschhandel. Alle Mitbürger waren zu einer großen Versammlung geladen. Auf dem Stadtplatz kam eine gewaltige Menschenmenge zusammen. Fabian erläuterte sein neues System, das er Geld nannte. Da die Sache recht vielversprechend klang, fragten die Menschen ihn neugierig, wie die Umstellung denn in Angriff genommen werden sollte. Das Gold, aus dem ich normalerweise Schmuck herstelle, ist ein sehr edles Metall, sagte er. Es rostet nicht, verfärbt sich nicht und ist unbegrenzt haltbar. Also werde ich aus Gold eine Anzahl Münzen herstellen und jede Münze einen Taler nennen. Er erklärte dem Publikum, wie sich der Wert des Talers bald einpendeln würde und dass die Verwendung von Geld als Tauschmittel erheblich praktischer wäre als der unmittelbare Austausch von Waren. Ein Mitglied des Bürgerrates merkte an, dass einige Leute doch ohne weiteres selbst Gold schürfen und Münzen daraus herstellen könnten. Fabian hatte die Antwort schon parat. Das wäre Unrecht. Als Zahlungsmittel gelten natürlich nur Münzen, die von der Regierung genehmigt sind. Zur Sicherheit wird ein Siegel aufgeprägt. Das fanden die Zuhörer ganz plausibel und es wurde vorgeschlagen, dass jeder zunächst einmal dieselbe Anzahl Münzen erhalten solle. Da warf jedoch der Kerzenmacher ein, das Anrecht auf die meisten Taler habe ich, denn meine Kerzen benutzt jeder. Auf keinen Fall, rief einer der Bauern, denn ohne Lebensmittel würden alle verhungern. Die meisten Taler sollten bestimmt an die Bauern gehen. So entstand zunächst eine allgemeine Zankerei. Fabian ließ die Leute eine Zeit lang miteinander streiten und eröffnete ihnen schließlich eine verblüffende Lösung. Da ihr euch nicht einigen könnt, schlage ich vor, dass ihr all die Taler, die ihr braucht, zunächst einmal von mir bezieht. Es gibt dafür theoretisch keine Obergrenze, aber ihr müsst natürlich in der Lage sein, mir den Betrag zurückzuzahlen. Je mehr Taler ihr von mir bekommt, umso mehr müsst ihr nach Ablauf eines Jahres zurückzahlen. Na schön, sagten die Mitbürger, und was springt für dich dabei heraus? Weil ich euch eine Dienstleistung bereitstelle, erklärte Fabian, nämlich die Geldversorgung, habe ich Anspruch auf eine Vergütung. Sagen wir mal, für jeweils 100 Taler, die ich euch zur Verfügung stelle, erhalte ich für jedes fortlaufende Jahr der Verschuldung 100 plus 5 Taler zurück. Diese 5 Taler extra sind meine Leihgebühr und diese Leihgebühr wollen wir Zinsen nennen. Einen anderen Weg schien es nicht zu geben und 5% schienen eine bescheidene Forderung zu sein. Kommt nächsten Freitag wieder, dann fangen wir an. Fabian verlor keine Zeit und verbrachte die nächsten Tage und Nächte mit der Herstellung von Münzen. Eine Woche später standen die Leute vor seinem Geschäft Schlange. Nachdem der Bürgerrat die Münzen inspiziert und genehmigt hatte, liehen sich die ersten Bürger ihre ersten Taler. Manche wollten zunächst nur wenige Taler, um das ungewohnte System erst einmal auszuprobieren. Sehr bald erfreute sich das neue Tauschmittel großer Beliebtheit, sodass der Wert aller Dinge nach Goldmünzen oder Talern eingeschätzt wurde. Diese Wertzuweisung war der Preis eines Erzeugnisses und der Preis beruhte hauptsächlich auf dem Arbeitsaufwand, der mit der Herstellung verbunden war. Wenn sehr viel Arbeit erforderlich war, dann wurde ein hoher Preis verlangt. Dinge jedoch, die sich fast mühelos herstellen ließen, waren billig. In einer der Städte des Landes lebte ein Mann namens Alban. Er war der einzige Uhrmacher. Seine Kundschaft war bereit, für seine Uhren einen hohen Preis zu bezahlen.
Dann aber kam ein anderer Mann, der ebenfalls Uhren herstellte und sie billiger anbot, um seinen Absatz zu steigern. Alban war gezwungen, die Preise zu senken, um nicht all seine Kunden an die billigere Konkurrenz zu verlieren. Bald hatte sich die Preisentwicklung auf einem kundenfreundlichen Niveau ausgeglichen, weil beide Uhrmacher bestrebt waren, zum günstigsten Preis die bestmögliche Qualität zu liefern. Es war ein echter und ehrlicher, freier Wettbewerb. Das gleiche Prinzip erfasste bald sämtliche Branchen. Das Baugewerbe, den Transportsektor, die Landwirtschaft, ja sogar die Buchhalter und jeden anderen Beruf. Die Kunden hatten freie Auswahl und entschieden sich nach eigenem Ermessen für das beste Angebot. Es gab keine künstlichen Schutzmaßnahmen, wie etwa Konzessionen oder Zölle, um anderen Leuten den Einstieg ins Geschäft zu verwehren. Der Lebensstandard stieg. Und schließlich wunderte sich ein jeder, wie ein Leben vor der Einführung des Geldes überhaupt möglich gewesen war. Zum Jahresende suchte Fabian all die Leute auf, die ihm Geld schuldeten. Manche besaßen inzwischen mehr, als sie geborgt hatten, was aber gleichzeitig bedeutete, dass andere nun weniger hatten, da ja nur eine bestimmte Anzahl Münzen in Umlauf gebracht worden war. Wer einen Überschuss erzielt hatte, zahlte also die 100 Taler plus 5 Taler Zinsen zurück, musste sich oft jedoch erneut Geld leihen, um im Geschäft zu bleiben. All den anderen wurde erstmals klar, dass sie verschuldet waren. Bevor ihnen Fabian erneut Geld lieh, belastete er das Eigentum dieser Menschen mit einer Hypothek, um seine Forderungen abzusichern. Nun waren die Schuldner nicht nur verschuldet, sondern auch ihre Häuser verpfändet, sodass sie sich rasch aufmachten, nach den fehlenden 5 Talern zu suchen, die so unglaublich schwer aufzutreiben waren. Niemand wurde gewahr, dass die Gesellschaft als Ganzes aus dieser Schuldenfalle nie wieder herauskommen konnte. Denn selbst wenn alle ursprünglich hergestellten und in Umlauf gebrachten Taler zurückgezahlt worden wären, dann hätten auf jeweils 100 Taler immer noch jene 5 Taler Zinsen pro Jahr gefehlt. Niemand außer Fabian begriff, dass die Zinsen niemals gezahlt werden konnten, denn diese zusätzlich geforderte Anzahl an Münzen war nie erzeugt worden. Es war absolut unvermeidlich, dass sich einige Leute bald als zahlungsunfähig erwiesen. Am hinteren Ende seiner Werkstatt hatte Fabian einen Tresorraum, in dem die Kunden einige ihrer Münzen gern zur sicheren Aufbewahrung hinterlegten. Er erhob dafür je nach Geldmenge und Aufbewahrungsdauer eine kleine Gebühr. Der Eigentümer erhielt Quittungen für seine Einlagen. Bei größeren Einkäufen war es mühsam, viele Goldmünzen mit sich herumzuschleppen, und so bürgerte es sich allmählich ein, anstelle von Münzen mit einer oder mehreren von Fabians Quittungen zu bezahlen, die dem Wert der gekauften Ware entsprachen. Die Ladenbesitzer akzeptierten die Quittungen als vertrauenswürdiges Zahlungsmittel, denn sie konnten sie jederzeit zu Fabian bringen und dafür wieder Goldmünzen erhalten. Die Quittungen wanderten von Hand zu Hand, ohne dass das Gold selbst bewegt werden musste. Man verließ sich auf Fabians Quittungen ebenso sehr wie auf die Goldmünzen selbst. Bald stellte Fabian fest, dass kaum noch irgendjemand kam, um wirklich die Goldmünzen zurückzufordern. Also dachte er sich, da habe ich nun so viel Gold in meinem Besitz und verdiene mein Brot noch immer im Schweiße meines Angesichts als Handwerker. Das ist doch Blödsinn. Schließlich würden Dutzende von Leuten mir Zinsen zahlen, wenn sie das Gold benutzen dürften, das hier bloß herumliegt und selten eingefordert wird. Er sagte sich, ganz recht. Das Gold gehört mir nicht, aber es befindet sich in meinem Besitz und nur darauf kommt es an. Wozu soll ich noch Münzen herstellen, wenn ich doch einen Teil der Münzen aus meinem Tresor verwenden kann? Er begann also, die bereits vorhandenen, bei ihm deponierten Münzen zu verleihen. Anfangs nur wenig und sehr vorsichtig, nach und nach jedoch mehr und immer kühner. Eines Tages erhielt Fabian eine große Kreditanfrage.
Er schlug dem Kunden vor, warum eröffnen wir nicht ein Konto in Ihrem Namen, anstatt die vielen Münzen zu Ihnen zu transportieren? Ich stelle Ihnen einfach eine entsprechende Menge Quittungen aus. Der Kreditnehmer war einverstanden und marschierte mit einem Haufen Quittungen davon. Er hatte ein stattliches Darlehen erhalten und dennoch blieb das Gold im Tresor. Als der Kunde gegangen war, hatte Fabian ein breites Grinsen auf den Lippen, denn es war ihm gelungen, einen Kuchen zu essen und ihn trotzdem zu behalten. Er konnte Gold verleihen und es dennoch in seinem Besitz verbleiben lassen. Freunde, Bekannte und Fremde, ja sogar Feinde, brauchten Geld für ihre Geschäfte, und solange sie Sicherheiten vorweisen konnten, war dem Geldverleih keine Grenze gesetzt. Fabian war in der Lage, ein Mehrfaches des in seinem Tresor gelagerten Geldes, dessen Eigentümer er noch nicht einmal war, zu verleihen, indem er schlicht und einfach Quittungen ausstellte. Und alles war in Butter, solange die wahren Eigentümer ihr Gold nicht zurückverlangten und das Vertrauen der Bevölkerung aufrechterhalten wurde. In einem großen Buch führte er genaue Aufzeichnungen über Soll und Haben jedes einzelnen Kunden. Der Geldverleih erwies sich als ein äußerst einträgliches Geschäft. Mit Fabians gesellschaftlichem Status ging es fast genauso schnell bergauf wie mit seinem Reichtum. Er war nun ein bedeutender Mann, zu dem man aufsah. In Finanzfragen galt sein bloßes Wort schon fast als Offenbarung. Goldschmiede aus anderen Städten begannen sich für seine Geschäftspraktiken zu interessieren und eines Tages suchten sie ihn gemeinsam auf. Er weihte sie in seine Methoden ein, betonte aber nachdrücklich, dass Geheimhaltung eine unerlässliche Voraussetzung sei. Wäre das Komplott aufgedeckt worden, hätte das ganze System einstürzen können wie ein Kartenhaus. Man beschloss daher die Gründung eines Geheimbundes. Jeder Goldschmied kehrte in seine Stadt zurück und begann, nach Fabians Weisungen seinen eigenen Geldverleih zu organisieren. Mittlerweile akzeptierte man Fabians Quittungen genauso wie seine Goldtaler, und häufig deponierte man sie genauso wie die Münzen in einem Tresor. Wenn ein Händler einem anderen eine bestimmte Zahlung für eine Warenlieferung senden wollte, schrieb er einfach eine kurze Weisung an Fabian, Geld von seinem Konto auf das Konto des anderen Händlers zu übertragen. Fabian konnte die entsprechende Änderung der Konten in wenigen Minuten bewerkstelligen. Auch dieses neue System wurde sehr populär. Die schriftlichen Weisungen für eine solche bargeldlose Zahlung bezeichnete man als Schecks. Bei einem weiteren Geheimtreffen weihte Fabian seine Goldschmiede in einen neuen Plan ein. Am nächsten Tag beriefen sie eine Versammlung aller Gouverneure ein, die den einzelnen Landesteilen vorstanden. Fabian trat als Wortführer auf. Die Quittungen, die wir ausstellen, erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, doch gelegentlich werden diese Quittungen von Fälschern kopiert. Wir müssen dem ein Ende setzen. Bestürzt fragten die Gouverneure, was sie dagegen unternehmen könnten. Fabian hatte natürlich die Antwort parat. Ich schlage vor, dass die Regierung sich künftig der Aufgabe annimmt, neue Quittungen mit komplizierten Mustern auf Spezialpapier zu drucken, die wir Banknoten nennen werden. Wir Goldschmiede übernehmen gern die Druckkosten, denn wir sparen uns damit den enormen Zeitaufwand beim Ausstellen der Quittungen. Die Gouverneure hatten weiter keine Einwände, denn man müsse die Bevölkerung natürlich vor Betrügern schützen, und Banknoten zu drucken sei eine vernünftige Lösung. Und dann noch etwas, sagte Fabian. Manche Leute sind unter die Goldgräber gegangen und stellen sich eigene Goldmünzen her. Ich schlage vor, ein Gesetz zu erlassen, wonach alle Goldklumpen gegen eine entsprechende Vergütung in Form von Münzen und Banknoten eingereicht werden müssen. Auch dieser Vorschlag wurde angenommen und die Regierung druckte in großer Anzahl die frischen neuen Banknoten. Auf jeder Banknote war ein bestimmter Wert aufgedruckt.
ein Taler, fünf Taler, zehn Taler und so weiter. Für die geringfügigen Druckkosten kamen die Goldschmiede auf. Da man die Scheine viel bequemer bei sich tragen konnte, war die Bevölkerung leicht zu überzeugen. Trotz ihrer Beliebtheit wurden die neuen Banknoten und die Münzen aber nur für rund 10% aller Transaktionen verwendet. Die Statistiken zeigten, dass 90% des gesamten Zahlungsverkehrs durch Schecks und Überweisungen abgewickelt wurden. Nun setzte Fabian die nächste Phase seines Plans in Gang. Bis jetzt hatte die Kundschaft ihm für die sichere Aufbewahrung ihres Geldes tatsächlich ein kleines Entgelt gezahlt. Um sich nun aber mehr Geld in den Tresor zu holen, bot Fabian den Sparern 3% Guthabenszinsen für ihre Einlagen an. Die meisten Leute glaubten, er würde nur 2% Gewinn dabei herausholen, weil er ihr Geld bekanntlich mit 5% Zinsen weiterverlieh. Im Übrigen war man nicht geneigt, Fabians Methoden überhaupt zu hinterfragen, denn 3% Zinsen zu bekommen, war doch erheblich besser, als für die Aufbewahrung draufzahlen zu müssen. Aufgrund der vielen Sparer wuchs das von Fabian verwaltete Vermögen rapide an. Und wieder verlieh er wesentlich höhere Summen, als tatsächlich in Form von Banknoten und Münzen im Tresor lagen. Für jeweils 100 Taler Bargeld im Tresor verlieh er 200, 300 oder 400 Taler, ja, teilweise gar bis zu 900 Taler an Kreditnehmer. Er brauchte nur darauf zu achten, das Verhältnis von 9:1 nie zu überschreiten, denn im Durchschnitt wollte sich einer von 10 Kunden sein Guthaben in Bargeld auszahlen lassen. Nichtsdestoweniger konnte Fabian für die 900 Taler Buchgeld, die er durch simple eigene Schecks als Darlehen vergab, ganze 45 Taler Zinsen einfordern. Das heißt, 5% auf 900 Taler. Und Fabian behielt die 45 Taler Zinsen. Die anderen Goldschmiede verfuhren genauso. Sie alle betrieben Geldschöpfung aus dem Nichts. Einfach mit dem Füllfederhalter und verlangten obendrein Zinsen dafür. Natürlich prägten sie das Geld nicht selbst, sondern ließen die Regierung Noten drucken bzw. Münzen prägen, die dann von den Goldschmieden unter die Leute gebracht wurden. Fabian trug lediglich die Druckkosten. Dennoch erschufen sie bei der Kreditvergabe Geld aus dem Nichts und verlangten darauf auch noch Zinsen. Die meisten Menschen glaubten, um die Versorgung mit Geld kümmere sich die Regierung. Sie glaubten ja auch, Fabian würde stets nur Geldbeträge verleihen, die andere als Spareinlage bei ihm deponiert hatten. Seltsam nur, dass niemandes Spareinlage sich jemals verringerte, wenn das Geld anderweitig verliehen wurde. Hätten alle auf einen Schlag versucht, sich ihren Kontostand auszahlen zu lassen, wäre der Schwindel aufgeflogen. Eines Tages sprach ein nachdenklicher Geschäftsmann bei Fabian vor. »Die Zinsforderung ist verkehrt«, sagte er. »Jedes Mal, wenn Sie 100 Taler verleihen, verlangen Sie dafür 105 Taler zurück. Die 5 Taler extra können niemals gezahlt werden, denn es gibt sie gar nicht. Bauern erzeugen Lebensmittel, die Industrie produziert Waren und so weiter, aber nur sie produzieren Geld. Nehmen wir an, es gäbe im ganzen Land nur 2 Geschäftsleute, die als Arbeitgeber für alle anderen fungieren. Ein jeder dieser beiden borgt sich 100 Taler. Wir zahlen 90 Taler an Löhnen und Unkosten und kalkulieren mit 10 Talern Gewinn, die in unsere eigene Tasche fließen. Die Gesamtkaufkraft wäre dann 90 plus 10 Taler mal 2, also 200 Taler. Aber um sie zu bezahlen, müssten wir all unsere Erzeugnisse für 210 Taler verkaufen. Falls es einem von uns gelingt, seinen ganzen Warenbestand tatsächlich für 105 Taler zu verkaufen, kann der andere höchstens noch 95 Taler einnehmen. Außerdem wird er einen Teil seiner Waren gar nicht verkaufen können, weil kein Geld mehr vorhanden ist, mit dem sie gekauft werden könnten.
Er wird ihnen immer noch 10 Taler schuldig sein und kann sie nur zurückzahlen, indem er mehr Geld borgt. Das System ist somit unmöglich. Der Mann fuhr fort. Offensichtlich sollten sie 105 Taler in Umlauf bringen, nämlich 100 für mich und 5, die sie selbst ausgeben. Dann wären 105 Taler in Umlauf und die Schulden könnten zurückgezahlt werden. Fabian hörte schweigend zu und entgegnete schließlich: Die Wirtschaftswissenschaften sind ein sehr kompliziertes Feld, mein Lieber. Diese Problematik setzt ein langjähriges Studium voraus. Ich werde den genannten Angelegenheiten die gebührende Aufmerksamkeit widmen, während Sie sich bitte um die Ihren kümmern. Sie müssen effizienter arbeiten, die Produktion ankurbeln, die Kosten senken und ein besserer Geschäftsmann werden. Dabei helfe ich Ihnen jederzeit gern. Der Besucher ging unzufrieden seines Weges. Hier stimmte etwas nicht. An Fabians Methoden war grundsätzlich etwas faul. Und den Fragen war er geschickt ausgewichen. Aber Fabian galt landläufig als der Experte und Einwände wären zwecklos. Denn schließlich schien die Wirtschaft zu boomen und das Land einen enormen Aufschwung zu verzeichnen. Um die Zinsen für das geborgte Geld zu decken, mussten die Händler ihre Preise erhöhen. Daraufhin beklagten sich die Arbeitnehmer, ihre Löhne seien zu niedrig. Die Arbeitgeber wollten aber keine höheren Löhne zahlen. Sie verwiesen auf die Gefahr eines Bankrotts. Die Bauern wurden für ihre Erzeugnisse nicht anständig bezahlt und viele Hausfrauen klagten über die allzu teuren Lebensmittel. Schließlich kam es zu Streiks, einem bis dahin unbekannten Phänomen. Immer mehr Menschen wurden auch von Armut heimgesucht und selbst Freunde oder Verwandte hatten nicht die Mittel, um ihnen zu helfen. Der eigentliche Reichtum des Landes geriet weitgehend in Vergessenheit. Die fruchtbaren Böden, die großen Wälder, die Bodenschätze und Viehbestände. Alles drehte sich nur noch ums Geld, dieses scheinbar höchste Gut, das jederzeit Mangelware war. Aber niemand hinterfragte das System. Man glaubte nämlich, die Regierung habe all diese Mechanismen im Griff. Ein paar Leute waren in der Lage, ihren Überschuss zusammenzulegen und freie Kredit- oder Finanzinstitute zu gründen. Damit ließen sich 6% Zinsen oder mehr herausholen, was Fabians Zinsangebot von 3% deutlich übertraf. Allerdings konnten diese freien Firmen nur Geld verleihen, das wirklich ihr Eigentum war. Im Gegensatz zu Fabian waren sie nicht mit der seltsamen Befugnis ausgestattet, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, indem es einfach mit dem Füllfederhalter in die Bücher eingetragen wurde. Diese freien Finanzinstitute irritierten Fabian und seine Kumpane. Daher gründeten sie kurzerhand eigene. Die Konkurrenz wurde größtenteils aufgekauft, bevor sie überhaupt aufblühen konnte. In kürzester Zeit befanden sich alle Finanzinstitute in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle. Die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechterte sich weiter. Die Arbeiter meinten, ihre Chefs würden zu viel Profit einstreichen. Die Arbeitgeber wiederum hielten ihre Arbeitskräfte für faul und ineffizient. Alle schoben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Auch die Gouverneure fanden keine Lösung. Außerdem musste doch, wie es schien, vorrangig das Problem der Armut behoben werden. Es wurden Sozialprogramme eingeführt und jeder Einwohner gesetzlich verpflichtet, Beiträge zu leisten. Dies wiederum erzürnte die Bürgerschaft, die noch der altmodischen Vorstellung anhing, Nachbarn sollten einander in einer Notlage freiwillig helfen. Diese Abgaben sind nichts weiter als legalisierter Raub, tönte es aus dem Volk. Alles, was man dem Einzelnen gegen seinen Willen abknöpft, egal für welchen Zweck, kommt einem Diebstahl gleich. Doch jeder allein fühlte sich ohnmächtig und fürchtete sich vor der Gefängnisstrafe, mit der die Nichtzahlung von Steuern und Abgaben geahndet werden konnte. Die Sozialprogramme sorgten zwar für kurzfristige Linderung, konnten aber die Probleme nicht aus der Welt schaffen. Im Gegenteil, bald schon
kamen sie verstärkt zurück und mit ihnen weiterer Geldbedarf. Die Sozialausgaben erreichten schwindelerregende Höhen und auch der kostspielige Verwaltungsapparat uferte aus. Die meisten Mitglieder der Regierung waren anständige Leute mit redlichen Absichten. Sie wollten ihre Mitbürger nicht gern mit weiteren Kosten belasten. So verfielen sie auf den letzten Ausweg, das fehlende Geld bei Fabian und seinen Kumpanen zu borgen. Sie hatten allerdings keine Ahnung, wie sie diese Anleihen je wieder zurückzahlen sollten. Eltern konnten die Lehrer ihrer Kinder nicht mehr bezahlen. Sie konnten sich auch die Ärzte nicht mehr leisten. Selbst Transportunternehmen machten Pleite. Es war einfach kein Geld mehr da. Schritt für Schritt sah sich die Regierung gezwungen, all diese Funktionen zu übernehmen und zu verwalten. Lehrer, Ärzte und viele andere Berufsgruppen wurden zu Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst. Nur wenige zogen unter diesen Umständen noch Befriedigung aus ihrer Arbeit. Sie erhielten ordentliche Gehälter, verloren aber ihre Eigenständigkeit und Identität. Ein jeder war nur noch ein Rädchen in einer gigantischen Maschinerie. Es gab keinen Spielraum für persönliche Initiative. Berufliche Leistungen fanden kaum Beachtung. Löhne und Gehälter waren nahezu unverrückbar festgelegt und befördert wurde man nur noch, wenn ein Vorgesetzter in den Ruhestand ging oder starb. In ihrer Verzweiflung beschlossen die Regierenden wieder einmal, Fabian um Rat zu fragen. Sie hielten ihn für außerordentlich klug und in finanziellen Fragen schien er stets die beste Lösung parat zu haben. Er hörte sich all ihre Probleme an, überlegte und sprach: Viele Menschen werden mit ihren eigenen Problemen nicht fertig. Sie sind darauf angewiesen, dass ein anderer einspringt und die Probleme für sie löst. Sicher seid ihr alle einverstanden, dass man den meisten Menschen das Recht auf Lebensglück und Deckung ihrer Grundbedürfnisse zugestehen sollte. Wir vertreten doch schließlich das übergeordnete Prinzip, dass alle Menschen gleich sind. Um nun einen Ausgleich zu schaffen, muss man den überschüssigen Wohlstand der Reichen abschöpfen, um ihn den Armen zufließen zu lassen. Anders geht das nicht. Ihr müsst also ein abgestuftes Steuersystem einführen. Je mehr einer hat, umso mehr muss er zahlen. Besteuert einen jeden nach seinem Vermögen und gebt einem jeden nach seinen Bedürfnissen. Zum Beispiel sollten Schulen und Krankenhäuser für finanziell Schwächere kostenlos zugänglich sein. Er hielt ihnen eine lange Predigt über hochtönende Ideale und schloss mit den Worten: Und bitte vergesst auch nicht, dass ihr mir Geld schuldet. Ihr habt es euch nun schon recht lange ausgeliehen. Ich kann euch entgegenkommen, indem ich die Tilgung aussetze, aber zumindest müsst ihr mir weiterhin die Zinsen zahlen. Niemand hinterfragte Fabians Philosophie. Die Regierung führte tatsächlich eine abgestufte Einkommensteuer ein. Je mehr jemand verdiente, umso höher lag nun der Prozentsatz, nach dem er besteuert wurde. Niemand mochte die Einkommensteuer, aber alle zahlten, weil sie sonst ins Gefängnis gekommen wären. Die Kaufleute sahen sich abermals gezwungen, ihre Preise anzuheben. Und wieder forderten die Arbeitnehmer höhere Löhne, woraufhin viele Unternehmer einen Teil der Belegschaft durch Maschinen ersetzen mussten oder in Konkurs gerieten. So wurde die Arbeitslosigkeit freilich verschlimmert, was die Regierung zur Einführung weiterer Modelle für Sozialhilfe und Arbeitslosengeld veranlasste. Die Regierung führte Zölle, Subventionen und andere Schutzmaßnahmen ein, um verschiedene Industriezweige vor dem Zusammenbruch zu bewahren und Arbeitsplätze zu retten. Hier und da begann man sich zu fragen, ob der Sinn der Produktion wohl eigentlich darin lag, Waren herzustellen oder lediglich für Arbeitsplätze zu sorgen. Mit weiterer Verschlechterung der Lage versuchte die Regierung durch Lohn- und Preiskontrolle sowie komplexe Reglementierung ein wenig Stabilität zu wahren.
Mittels Mehrwertsteuer und allen möglichen Abgaben sollte der Fiskus gestärkt werden. Jemand stellte einmal fest, dass ein Laib Brot auf seinem Weg vom Mähdrescher bis zur Hausfrau mit über 50 verschiedenen Steuern belastet war. Nun schlug die Stunde der Experten, die manchmal sogar ins Kabinett aufstiegen, meist jedoch in undurchsichtigen Gremien zusammentrafen und Jahr für Jahr nur inhaltslose Papiere vorlegen konnten. Bestenfalls empfahlen sie eine weitere Umstrukturierung des Steuersystems, aber die Gesamtsumme der Steuern und Abgaben stieg unaufhörlich weiter an. Fabian forderte unerbittlich seine Zinsen ein. Dieser Posten verschluckte einen immer größeren Teil des Steueraufkommens. Damit entstand eine ganz neuartige Form der Politik, nämlich Parteipolitik. Die Leute stritten miteinander, welche Partei die Probleme am besten lösen könnte. Man diskutierte über Persönlichkeiten und Ideologien, man warf sich Etiketten an den Kopf und veranstaltete über alles ein großes Geschrei, nur nicht über das eigentliche Problem. In den leitenden Gremien machte sich eine stille Verzweiflung breit. Schließlich kam es so weit, dass in einer Stadt der fällige Zinsbetrag die Summe des erwirtschafteten Einkommens überstieg. Im ganzen Land wuchs die Menge der nicht bezahlten Zinsen. Und auch auf die überfälligen Zinsen wurden jetzt Zinsen erhoben. Der sogenannte Zinseszins. So konnte der konkrete Reichtum des Landes allmählich von Fabian und seinen Kumpanen übernommen werden, sei es durch Übertragung des Eigentums oder wachsende Kontrolle in den Aufsichtsräten. Aber noch war die Kontrolle nicht allumfassend. Die Geheimbündler wussten, dass sie erst dann sicher im Sattel sitzen würden, wenn sie jeden einzelnen Menschen perfekt unter der Knute hätten. Überall fehlte es an Geld. Viele Menschen waren arbeitslos und verarmten. Die Sozialsysteme konnten sich nicht um alle kümmern, sodass das Volk allmählich aufbegehrte. Fabian überzeugte die Regierung, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich erstens, ein Krieg sei das beste Mittel, um die Menschen im Kampf gegen einen gemeinsamen äußeren Feind wieder zusammenzuschweißen. Und zweitens, dies sei auch der beste Weg, um die einheimischen Regierungsschulden zurückzuzahlen, nämlich durch Ausbeutung anderer Länder nach dem Sieg. Damit die Kriegsmaschinerie anrollte, ließ Fabian Fabriken bauen, gab ihren Besitzern Geld, um Bomben herzustellen, verlieh Geld an das Militär und gewährte schließlich den Opfern hochverzinste Kredite für den umfangreichen Wiederaufbau. Danach gab es weitere großzügige Kredite unter dem Titel Wirtschaftsförderung. Dieses System mit all seinen Auswirkungen war so erfolgreich, dass viele Länder der Welt plötzlich nicht nur Auslandsschulden hatten, nämlich bei Fabian, sondern auch in irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt oder daran beteiligt waren. Fabian sorgte dafür, dass immer ein Gleichgewicht der Mächte bestand, sodass jedes Land gegen jedes beliebige andere in den Krieg gepresst werden konnte. Das schien Fabian zum Beispiel immer dann angebracht, wenn ein Land Fabians Vorschläge ignorierte, seine Schulden nicht zurückzahlte oder ein neues, von Fabian unabhängiges Geldsystem einführen wollte. Fabian finanzierte, meist über Strohmänner, Tarnorganisationen oder Geheimdienste, immer auch das angegriffene Land, damit der Krieg möglichst lange dauerte und auch am Wiederaufbau möglichst viel zu verdienen war, und ließ sich dann seine Kredite durch Ausplünderung der Infrastruktur und der Bodenschätze des eroberten Landes zurückbezahlen. Die meisten Mitbürger, die gegen das heimtückische System aufbegehrten, konnten zum Schweigen gebracht werden, indem man sie wirtschaftlich unter Druck setzte oder sie einfach lächerlich machte. Zu diesem Zweck kauften Fabian und seine Kumpane den größten Teil der Zeitungen, Fernseh- und Rundfunksender auf und setzten dort handverlesene Führungskräfte ein. Viele dieser Medienbetreiber waren aufrichtig bemüht, die Welt zu verbessern, aber sie merkten überhaupt nicht, wie sie ausgenutzt wurden.
Mit den Lösungen, die sie propagierten, wurde immer nur an den Symptomen herumgedoktert, ohne die Ursache des Problems je beim Schopf zu packen. Es gab durchaus verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Manche für den linken Flügel, manche für den rechten, wieder andere für die liberale Mitte, ebenso auch Zeitschriften für die Arbeiter, andere für die Unternehmer. Man durfte lesen und schreiben, was man wollte, aber nur solange man nicht versuchte, dem eigentlichen Problem auf den Grund zu gehen. Fabians großer Plan stand kurz vor der Vollendung. Das ganze Land und nicht nur dieses Land war schwer bei ihm verschuldet. Über das Bildungssystem und die Massenmedien beherrschte er nicht nur die Gemüter, sondern sogar den Verstand der Menschen. Was die Bevölkerung dachte und glaubte, lag im Endeffekt ganz in Fabians Hand. Wenn ein einzelner Mensch viel mehr Geld besitzt, als er zu seinem Privatvergnügen jemals ausgeben konnte, welchen besonderen Genuss kann er dann aus der Welt noch herausholen? Für die selbsternannte Elite gibt es darauf eine klare Antwort. Die Macht. Die nackte, ungezügelte Macht über andere Menschen. Die Idealisten waren sehr geschickt in den Medien und in der Politik platziert und so tatsächlich entschärft worden. Doch die wahren Kontrollfreaks mit jener speziellen Herrschermentalität, die Fabian suchte, fand er in den Machtjunkies der Finanzdynastien. Die meisten der ehemaligen Goldschmiede hatten eine solche Mentalität entwickelt. Ihr maßloser Wohlstand befriedigte sie nicht länger. Sie waren auf der Suche nach dem Kick einer neuen Herausforderung. Macht über die Massen war das ultimative Spiel. Diese Leute meinten, sie seien allen anderen überlegen. Zu herrschen ist unser Recht und unsere Pflicht. Die Massen wissen nicht, was gut für sie ist. Man muss sie zusammentreiben und herumdirigieren. Wir dagegen sind zum Herrschen geboren. Überall in Stadt und Land kontrollierten Fabian und seine Kumpane zahlreiche Kreditinstitute. Mag sein, dass es Privatfirmen mit unterschiedlichen Eigentümern waren, aber aller scheinbaren Konkurrenz zum Trotz arbeiteten sie eng zusammen. Mit staatlicher Absegnung war eine Zentralbank eingerichtet worden, deren Gründung nicht einmal auf eigenem Kapital beruhte. Nein, auch hier beruhte die Geldschöpfung darauf, dass die Spareinlagen der Bevölkerung belastet wurden. Schulden, wohin man schaut. Nach außen hin erweckte dieses Reservenzentrum den Anschein, auf seriöse Weise die Geldversorgung zu regulieren und irgendwie eine Regierungsfunktion zu verkörpern. Aber seltsamerweise wurde in das Vorstandsgremium dieser Zentralbank niemals ein gewählter Regierungsvertreter oder leitender Staatsbeamter aufgenommen. Die Regierung verschuldete sich nicht mehr direkt bei Fabian, sondern konnte sich an die Zentralbank wenden, wobei als Sicherheit für die Kredite die Steuereinnahmen des nächsten Jahres galten. Dies stand in Einklang mit Fabians Plan, nämlich den Verdacht von seiner eigenen Person abzulenken und stattdessen eine Verfahrensweise der Regierung vorzuschieben. Im Hintergrund behielt er natürlich alle Fäden in der Hand. Fabians indirekte Kontrolle der Regierungsgeschäfte war derart perfekt, dass ihm einmal die Prahlerei herausrutschte. Wenn ich das Geld einer Nation kontrolliere, dann kann es mir gleich sein, wer die Gesetze macht. Es war einerlei, welche Partei regierte, denn Fabian beherrschte das Geld, die Finanzen, das Lebensblut der Nation. Die Regierung erhielt das Geld, aber für jede weitere Anleihe wurden Zinsen in Rechnung gestellt. Immer größere Beträge strömten in allerlei Sozialleistungen und die Regierung konnte kaum die Zinsen bezahlen, von einer Rückzahlung der Hauptschuld ganz zu schweigen. Gelegentlich fragte noch jemand, wenn Geld ein von Menschen geschaffenes System ist, dann wird man es doch bestimmt an die Bedürfnisse der Menschen anpassen können, sodass es dem Menschen dient, anstatt ihn zu beherrschen, oder? Doch Leute dieses Schlages wurden immer seltener.
und ihre Stimmen gingen unter in dem höllischen Lärm, den die ewige Suche nach den fehlenden 5 Talern für den Zins hervorrief. Die Regierungen und mit ihnen die Parteifarben kamen und gingen. Schwarz, Rot, Gelb, Grün. Aber das Prinzip blieb das gleiche. Egal welche Regierung an der Macht war, Jahr für Jahr rückte Fabians Endziel immer näher. Die Gesetze der Menschen waren ohne Belang. Sie wurden besteuert bis zum Erbrechen. Ihre Zahlungsfähigkeit war am Ende. Jetzt war die Zeit reif für Fabians letzten großen Schachzug. 10% allen Geldes waren nach wie vor in Form von Münzen und Scheinen im Umlauf. Mit Bargeld in der Tasche hatten die Menschen immer noch eine gewisse Kontrolle über ihr eigenes Leben. Diese letzte Bastion der persönlichen Handlungsfreiheit galt es abzuschaffen, ohne Verdacht zu erwecken. Man konnte behaupten, es sei eine Sicherheitsfrage. Schecks wurden außerhalb der eigenen Gemeinschaft nicht angenommen. Bargeld wollte man auf Reisen nicht herumschleppen. Eine bequemere Lösung war in diesem Bereich also durchaus willkommen. Natürlich hatte wieder Fabian die passende Idee. Seine Organisation stellte jedermann ein Kärtchen aus Kunststoff aus, das den Namen des Inhabers, ein Foto und eine Identifikationsnummer zeigte. Man brauchte diese Karte beim Einkaufen nur vorzulegen. Die Geschäftsleute setzten sich mit dem Zentralcomputer in Verbindung und überprüften den Kredit, woraufhin der Kunde bis zu einem bestimmten Betrag nach Herzenslust einkaufen konnte. Für den Kunden wurde die Kreditkarte zusätzlich attraktiv gemacht, indem bei der Rückzahlung am Monatsende keinerlei Zins für ihn anfiel. Die Geschäftsleute hingegen hatten wesentlich höhere Ausgaben, die wiederum auf den Preis der Endprodukte aufgeschlagen und somit an den Kunden weitergegeben werden mussten. Fabian und seine Kumpane erfreuten sich eines immer hervorragender werdenden Rufes. Ja, sie wurden regelrecht als Säulen der Gesellschaft angesehen. Ihre Äußerungen zu Finanz- und Wirtschaftsfragen wurden beinahe wie ein religiöses Dogma akzeptiert. Zahlreiche kleine Unternehmen brachen unter der ständig wachsenden Belastung durch Steuern und Abgaben zusammen. Für alle möglichen Techniken und Prozeduren wurden besondere Genehmigungen und Zulassungen eingeführt, sodass die verbleibenden Firmen sich kaum über Wasser halten konnten. Fabian besaß oder kontrollierte sämtliche Großunternehmen mit jeweils Hunderten von Tochtergesellschaften. Die Konkurrenz zwischen diesen großen Firmen war eine reine Vorspiegelung. Am Ende wurden alle Konkurrenten vom Markt verdrängt. Klempner, Autoschlosser, Elektriker und die meisten anderen Handwerker und Kleinbetriebe erlitten das gleiche Schicksal. Sie wurden von Fabians Großkonzernen verschluckt, die allesamt unter dem Schutz der Regierung standen. Fabian plädierte sodann für die endgültige Abschaffung von Münzen und Papiergeld, damit es keine Firma und auch keine Einzelperson mehr geben konnte, die ohne Kreditkarten und das allgegenwärtige Computersystem auskam. Für den Fall, dass jemand seine Kreditkarte verlor, sollte nach Fabians Plan einem jeden Bürger die Identifikationsnummer zwangsweise auf die Hand tätowiert werden, sodass man sie unter einem speziellen Licht ablesen und an einen Computer weiterleiten könnte. Denn ohne einen solchen Identitätsbeweis würde niemand mehr irgendetwas kaufen oder verkaufen können. Jeder Computer sollte an einen gigantischen Zentralcomputer angekoppelt sein, in dem alle Informationen über jeden einzelnen Menschen gespeichert wären. So wüsste Fabian über alle vollständig Bescheid. Sobald dies erreicht wäre, besäße er die ultimative, totale Kontrolle über alle Menschen des Landes und bald darauf über alle Menschen der Erde.
Es ist unglaublich, in welcher geraffter, konzentrierter Weise hier etwas auf den Punkt gebracht wird. Ich denke, viele von uns haben noch nicht in der Tiefe jetzt fassen können, um was es hier geht. Ich hoffe aber, dass durch Nicolas Hofer, der wirklich Experte auf diesem Gebiet ist, noch eine Vertiefung stattfindet. Ich möchte mal so sagen, wenn das wahr ist, was wir jetzt gesehen haben als Grundlage, dass es da Privatgruppen von Menschen gibt, die Geld aus dem Nichts erschaffen, das muss man sich mal vorstellen. Hast du damit gerechnet? Privatmenschen, nicht Regierungen, sondern Privatmenschen, die Geld aus dem Nichts erschaffen und alle damit in eine totale Abhängigkeit bringen. Wenn es also Privatgruppen gibt, die durch selber Geld erschaffen, in eine schier unermessliche Machtstellung kommen, denke ich, müssten wir als Souverän etwas mehr darüber wissen. Nicht wahr? Lass uns dieses Thema im Auge behalten. Und jetzt bitte ich Nicolas Hofer aus Mannheim, diese Fortsetzung zu bringen. Ich hoffe, dass technisch alles klappt. Nicolas Hofer ist noch von Infokrieg TV ist er tätig. Vielleicht kannst du, bis sie fertig sind, noch ein, zwei Worte zu dir sagen oder gleich beginnen. Gern. Mein Name ist Nicolas Hofer, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim. Und bin also schon mit diesem Thema im Rahmen meines Studiums kollidiert. Ich sag mal, bis vor dreieinhalb Jahren war mir eigentlich völlig klar, dass ich also Unternehmensberater oder Investmentbanker werden müsste. Denn klar, da verdient man die meiste Kohle. Ja, Unternehmensberater, Eunuchen, sie wissen, wie man es macht, machen es aber nicht selber. Nach Volker Pispers. Ich habe aber dann irgendwann verstanden, ja, und man lernt halt nun mal nie aus, dass es eigentlich gar nicht darum geht, möglichst viel Geld zusammenzusammeln, möglichst viel Geld zu akquirieren, sondern dass es noch ein bisschen was anderes auch noch geht. Und deshalb, sage ich mal, habe ich mich dann irgendwann noch tiefer mit diesem Thema beschäftigt, weil es mir schon spanisch vorkam. Es ist also tatsächlich so, in der Volkswirtschaftslehre, und das ist nicht planmäßig Teil meines Studiums, was vielleicht gar nicht so schlecht war, aber ich habe mich jetzt autodidaktisch dann damit beschäftigt, in der Volkswirtschaftslehre ist Geld ein monetärer Schleier über der Realwirtschaft. Es gibt, das nennt sich Geldneutralität. Ja? Das ist in der Klassik ist es so, das ist die herrschende volkswirtschaftliche Lehre. Sie werden sich vielleicht fragen, ja, wenn es da solche Probleme gibt, wie kann das denn sein, dass all die gelehrten Köpfe, all diese cleveren Leute, dass die das alle nicht sehen? Das kann doch fast gar nicht sein. Aber es ist systematisch ausgeblendet in dieser Volkswirtschaftslehre, in der herrschenden Volkswirtschaftslehre ist dieses Problem, dieses monetäre Problem, was wir aktuell haben, das Problem jetzt ist ein monetäres Problem. Das ist komplett ausgeblendet. Sie finden keinen Neoklassiker, der Ihnen das Problem, das wir jetzt aktuell haben, erklären kann. Das kommt da nämlich gar nicht drin vor. In der neoklassischen Volkswirtschaftslehre ist das Geld ein monetärer Schleier, der über der Realwirtschaft liegt. Und alle, die sagen, ja, Moment mal, das Geld hat irgendwelche Auswirkungen auf die Realwirtschaft, zum Beispiel 1923, da war ein bisschen zu viel Geld da, das hat ja offensichtlich reale Auswirkungen gehabt. Aha. Das heißt, der monetäre Schleier, ja. Es wird einfach systematisch ausgeblendet, dieses Problem. Und wer sagt, es gibt ein Problem mit dem Geld, es gibt Auswirkungen des Geldes auf die Realwirtschaft, der erliegt nach der klassischen Lehre, erliegt der Geldillusion. Der ist der Geldillusion erlegen. Also jeder, der sagt, das Geld hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft, erliegt der Geldillusion. Und so kann es eben doch sein, dass praktisch eine ganze Disziplin sowas völlig übersieht. Wird systematisch ausgeblendet. So, jetzt probiere ich schnell, ob das funktioniert. Ha, hervorragend. Mein Vortrag heißt die Evolution des Geldbildes. Die Frage ist, was ist überhaupt ein Geldbild? Geldbild in Anlehnung an das Wort Weltbild, logischerweise, ist es im Grunde genommen, wie viel weiß ich über Geld? Und was ich festgestellt habe, ist, dass das Geldbild der meisten Mitmenschen und übrigens auch mein eigenes bis vor etwa 2 Jahren mit der Realität herzlich wenig zu tun hatte. Die meisten Leute stellen sich vor,
eben systematisch, ja, auch die herrschende Lehre stellt sich das so ungefähr vor. Geld ist einfach da. Geld ist einfach erstmal da und dann tragen das manche Leute zu den Banken und von dort wird es dann weiter verliehen an Leute, die es brauchen in Form von Krediten. Ja, und so haben die einen halt mal mehr, die anderen mal weniger. Geld ist auf jeden Fall einfach mal da. Das ist das Geldbild der meisten Menschen. So, und jetzt habe ich eine bisschen vielleicht provokante Frage, aber ich möchte damit eins klar machen. Es wird nicht ausreichen, dass wir mit dem Finger zeigen auf irgendwelche Leute, die vielleicht Geld aus dem Nichts schaffen, wobei man das genau definieren müsste, wie das aus dem Nichts ist, ja? Sondern die Frage ist eigentlich, wie viele Stunden investieren wir denn selber für unsere Fortbildung und insbesondere in finanzieller Hinsicht? Ja? Vielleicht kann ich das einfach mal ganz kurz fragen, wer investiert mehr als eine Stunde in der Woche in seine finanzielle Fortbildung, einfach per Handzeichen? Okay, eine Handvoll Experten haben wir dann. Und die anderen dürfen wir, wenn wir uns nicht regelmäßig mit dieser Sache beschäftigen, dürfen wir uns dann wirklich beschweren, dass man uns verarscht? Dürfen wir uns wirklich beschweren? Ich glaube fast nicht. Das heißt, wir müssen auch bei uns selber gucken, wie viel Zeit investieren wir da wirklich. Es ist also persönlicher Einsatz nötig. Wir müssen uns darum kümmern, denn sonst werden wir verarscht. Das ist natürlich klar. Ja? Das gilt für alle anderen Disziplinen auch. Und jeder kennt es, nicht Wissen schützt vor Strafe nicht. Das heißt, theoretisch müssten alle Gesetze kennen. Das ist natürlich nicht der Fall. Genauso ist es in der Finanzsache natürlich auch. Also es ist nicht so, dass alle jetzt plötzlich alles wissen müssen und alle müssen diese ganzen Bücherstapel wälzen, die ich da irgendwann gewälzt habe oder die andere Leute schon gewälzt haben. Das ist natürlich klar. Aber wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen uns bewusst an diese Sache rantrauen und es eben nicht, wie ich da geschrieben habe, also eben nicht einfach den Experten überlassen, naja, ich investiere ein bisschen in Fonds, Staatsanleihen, das ist ja alles mündelsicher und damit ist das Thema Geld für mich erledigt. Das wird nicht ausreichen. Und war ich das? Ja. Also unser Geldbild geht in den allermeisten Fällen völlig an der Realität vorbei und vielleicht können wir heute einen Beitrag dazu leisten, dass das mehr an die Realität drankommt. So, jetzt Herr Hofer, was ist denn das Problem überhaupt? Geld, wie ich gesagt habe, ist eben kein bloßer Schleier, der über der Realwirtschaft liegt und es gibt dementsprechend keine Geldneutralität. Es gibt einen Professor, sehr, sehr guter Mann, ist emeritiert, heißt Hans-Christoph Binswanger, wenn mich nicht alles täuscht, aus St. Gallen. Der hat das schon vor Jahren, ich nehme jetzt nämlich doch den, mit der Geldneutralität, hat er einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Arbeiten dazu verfasst und ist schon seit Jahren in, also ist natürlich auch einer der Spinner, der sich um Ökologie und solche Sachen Gedanken macht, ja. Gibt sehr, sehr gute Arbeiten von ihm, Schweizer, St. Gallen, wer sich damit näher mit beschäftigen möchte, ist mit Sicherheit eine gute Adresse. Und jetzt, wie ich vorhin angesprochen habe, die spezifische Struktur der Geldordnung hat eben konkrete Auswirkungen. Diese Geldneutralität gibt's nicht. Es hat Auswirkungen auf die Verteilung des Wohlstandes. Es existiert ein Zwang zu mehr Verschuldung. Die Bankbilanzen müssen immer länger werden. Wir werden genau sehen, wie das funktioniert. Es gibt eine systematische Ausbeutung der Natur, da die Natur überhaupt gar keine Rolle in den Bilanzen spielt. Das ist also ganz einfach so. Eine Firma, die, um ihr Produkt herzustellen, eine Maschine braucht, wird diese Maschine in die Bilanz einstellen und wird jährlich Abschreibungen vornehmen an dieser Maschine, weil die ja im Betrieb kaputt geht. Das heißt, die Erneuerung der Maschine fließt in die Preise ein, damit ich mir dann nach 10 Jahren oder wie auch immer, wie lange auch immer diese Maschine funktionieren wird, ich mir eine neue Maschine leisten kann von den Produkten, die ich verkauft habe. Das fließt in die Kalkulation ein. Die Natur fließt nirgendwo, fast nirgendwo, in die Bilanzen oder in Form von Naturabschreibungen oder sowas, fließt fast nirgendwo ein. Das heißt, es wird völlig ausgeblendet, die Natur. Das heißt, es wird praktisch belohnt, die Natur systematisch auszubeuten. Denn wenn ich die Natur mit reinnehmen würde, ich sage also, okay, ja, dieser große Schornstein und ja, irgendwie die Chemieabfälle so in den Rhein reingießen und so, ist vielleicht doch nicht so gut. Ich nehme das in meine Preise auf, weil das verursacht so und so hohe Kosten in der Natur. Entsprechend teuer werden die Produkte, ja, dann fliege ich aus dem Markt. Deswegen müssen wir es heute so machen, weil es eben nicht systematisch berücksichtigt wird, es wird systematisch ausgeblendet, müssen wir heute sagen, ja, der Staat muss irgendwelche Regulierungen machen und so weiter, ja.
Das heißt, wir müssen uns über die Systematik Gedanken machen, dann verstehen wir auch mehr, warum dann immer wieder nach dem Staat gerufen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir ein Problem haben, wie kann das Problem gelöst werden? Ja, ist ja logisch. Da es strukturelle Probleme gibt in der Geldordnung, muss ich natürlich auch eine strukturelle Änderung vornehmen. Es reicht nicht, wie es aktuell der Fall ist. Ja, glücklicherweise, ist ganz gut für mein Thema, gibt es jetzt diese Probleme schon, über die Profis, also nicht Leute wie ich, über die Profis schon seit 15 Jahren drüber schreiben, über diese Sachen, das gibt es ja alles. Reicht eben nicht, wenn man in den Medien sagt, ja, wir brauchen mehr Regulierung oder vielleicht weniger Regulierung oder der Staat muss jetzt Firmen aufkaufen und so weiter, wir brauchen mehr Staat, weniger Staat. Gier steht ganz hoch im Kurs. Ja, es liegt an der Gier. Natürlich spielt Gier eine Rolle, ganz klar. Das spielt eine Rolle, aber es ist nicht der Grund des Problems. Der Grund ist ein struktureller Grund. Und am Ende des Tages ist natürlich vollkommen klar, dass das ein politisches Problem ist, was eine politische Lösung braucht. Unser Staat bringt die Banken in diese Position durch die Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen wurden, bewusst oder unbewusst, ja. Sind die Banken überhaupt in diese Position gekommen und ist dieses Geldsystem überhaupt erst so entstanden? Das heißt, es ist ein politisches Problem mit einer politischen Lösung und politischen Druck kann man natürlich nur aufbauen dann, wenn wir möglichst viel über dieses Thema wissen. Das heißt, es muss die Evolution unseres Geldbildes stattfinden und das geht, wie ich vorher gesagt habe, nur über persönlichen Einsatz, das ist ganz klar. Zwei Dinge kann ich überhaupt nicht leiden, konnte ich nie leiden in der Uni, kann ich jetzt immer noch nicht leiden. Und das ist Nummer eins, wenn man mich behandelt wie ein Vollidioten. Und Nummer zwei, wenn man versucht, seine Kompetenz dadurch herauszustellen, dass man Schritte, die wichtig sind für das Verstehen, einfach weglässt. Wird ganz gern gemacht in der Uni. Ja? Viele vielleicht noch nicht mal bösartig, weil die einfach so drin sind in ihrem Thema, dass sie diese Schritte rauslassen. Also Ivo, du hast vorher gesagt, ABC schützen. Ja? Aber ich möchte sie nicht behandeln wie Idioten, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder dieses Problem verstehen kann. Denn so schwer ist es nicht. Deshalb möchte ich zwar mit Grundlagen anfangen und wir werden auch nachher Bankbilanzen sehen. Also wenn mir irgendwann mal jemand sagt, wie ich das Ganze beschreiben kann, ohne jemandem eine Bankbilanz zeigen zu müssen, dann werde ich das sehr gern machen. Bisher hatte ich diesen lichten Moment nicht. Ich muss immer noch Bankbilanzen verwenden, weil wenn ich das in der geforderten Präzision machen möchte, dann komme ich darum bisher nicht rum. Deswegen werden Sie manchmal Sachen sehen, die Sie vielleicht noch nie so gehört haben. Also hier. Das soll die Summe der Waren und Dienstleistungen sein. Man könnte vereinfacht sagen, dass das der Wohlstand, wir werden da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, was überhaupt Wohlstand ist, der Wohlstand der Gesellschaft. Auf den Wohlstand habe ich Zugriff über Geld. Ich kann mir mit Geld einen Teil von dem Wohlstand kaufen. So symbolisiert. Ja? Das heißt, da bilden sich einfach Preise über, wie groß ist denn der Anteil, den ich mit einem 50-Euro- oder 50-Franken-Schein kaufen kann am Sozialprodukt oder eben am Wohlstand der Wirtschaft. Szenario. Ein Geldschöpfer, verdoppelt die Geldmenge morgen. Was wird dadurch passieren? Hat er direkt physisch jemanden bestohlen, der Geldfälscher? Nö. Physisch, die Seite ist nicht berührt worden. Ja, er hat niemandem physisch was gestohlen. Aber was natürlich passiert ist, dass sich der Geldwert verwässert. Also dort, wo Geld dazukommt und jetzt auch Anspruch auf diesen Wohlstand hat, also angenommen, diese gefälschten Scheine würden jetzt akzeptiert werden natürlich. Ja. Und deshalb ist das verboten, weil er verwässert dadurch den Geldwert. Hier hat sich der Geldwert halbiert oder die Preise haben sich verdoppelt. Das wäre in dem Fall eine Inflationsrate von 100%. Ja, das ist der Zugriff von neu geschöpftem, neu geschaffenem Geld, von wem auch immer, ja, in dem Fall jetzt war es ein Geldfälscher, der jetzt Zugriff auf diesen Wohlstand hat. Was ist Wohlstand? Ich habe hier relativ willkürlich meine persönlichen Eindrücke von Wohlstand einfach aufgeschrieben. Intakte Infrastruktur, Energie, Stromleitung, Straßen, öffentliche Gebäude, Wohnhäuser, zum Beispiel sowas hier, ja, ist Teil der Infrastruktur, ist Teil des Wohlstandes. Wäre die Halle nicht da, könnten wir die Veranstaltung nicht machen. Irgendjemand musste die mal bauen. Lebensmittel, die den Namen verdienen. Ja, saubere Luft, sauberes Wasser, das ist für mich Wohlstand. Daten, Information, Wisssen, Weisheit, da kommt ein bisschen der Wirtschaftsinformatiker durch. Know-how, wie mache ich Sachen, das ist auch Wohlstand. Also Wohlstand muss nicht was zum Anfassen sein unbedingt. Das können auch immaterielle Sachen sein.
aber ich kann damit so ein bisschen vermitteln, was ich damit meine. Das sind also Sachen, mit denen man was anfangen kann. Schulen, Universitäten, Bildung, Kunst, Kultur, Musik, technische Erleichterungen, Rollstühle und so weiter. Das ist alles Wohlstand. Ja? Was ist kein Wohlstand für mich? Schwereres und effektiveres Kriegsgerät. Jeglicher Fortschritt und jegliches Wachstum, dass die Umwelt, das ist unsere Lebensgrundlage. Vorhin habe ich das so beiläufig erwähnt. Ja? Die Umwelt findet keine Berücksichtigung in den Bankbilanzen oder in den Unternehmensbilanzen. Aber was bedeutet das? Das ist unsere Lebensgrundlage. Wir zerstören systematisch unsere Lebensgrundlage, indem wir sie systematisch ausblenden aus jeglicher Profitrechnung. Ja? Das kann und darf niemals als Wohlstand bezeichnet werden. Wie soll das funktionieren? Wir reden immer von nachhaltigem Wachstum in der Politik. Immer nachhaltiges Wachstum. Ja, was meinen die mit nachhaltig? Die meinen damit nicht nachhaltig, dass es nachhaltig die Wirtschaft ist. Nee, nachhaltig heißt nur jedes Jahr 3% nach Möglichkeit. Das ist nachhaltiges Wachstum. Jetzt deshalb die Frage, bildet unser aktuell vorherrschendes Wirtschaftssystem, natürlich verbunden mit der Struktur des Geldes, unseren Wohlstandsbegriff tatsächlich ab? Ich habe jetzt gesagt, das ist mein intuitiver Wohlstandsbegriff, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so weit weg bin ich davon den meisten Menschen gar nicht. Also die wenigsten Leute zählen schwereres und effektiveres Kriegsgerät zum Wohlstand. Aber aktuell ist es natürlich Teil des Bruttoinlandsproduktes. Genauso die Gesundheits- oder die Krankheitsindustrie, wir haben vorhin schon einen guten Vortrag dazu gehört, ja, ist natürlich auch Teil dieses Wohlstandes, wenn wir uns um diesen Wohlstandsbegriff nicht kümmern. Ich kann darauf nicht genauer eingehen, es gibt mögliche andere Ansätze, zum Beispiel den GPI, Genuine Progress Indicator, oder den Human Development Index. Das sind verschiedene Ansätze, wie man das Bruttoinlandsprodukt ersetzen könnte durch möglicherweise, also genuine progress, ja, wahrer Fortschritt soll damit, also die sind jetzt beide nicht perfekt, ja, gerade dieser Human Development Index ist jetzt nicht so wahnsinnig besonders, aber ich möchte es einfach erwähnen, dass Sie wissen, auch man muss sich nicht nur um die Geldseite, auf diesem Bild, was ich gezeigt habe, nicht nur um die Geldseite Gedanken machen, sondern auch um die Wohlstandsseite. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir Wohlstand verteilen wollen? In Verbindung mit, vor allem mit dem ersten Vortrag. Welchen Effekt hat eine funktionierende Großfamilie auf das Bruttoinlandsprodukt? Auf dieses Stellrädchen, was im Moment viele politische Entscheidungen beeinflusst. Das Bruttoinlandsprodukt ist sehr, sehr oft Basis für politische Entscheidungen. Freie Fahrt für Wachstum. Ja? Wer hat das schon mal gehört? Freie Fahrt für Wachstum? Haben wir schon gehört. Oder sozial ist, was Arbeit schafft. Ist auch sowas. Und das hängt natürlich direkt an diesem Bruttoinlandsprodukt, sondern jetzt mit der Großfamilie. Wir stellen uns vor, klar, freie Fahrt für Wachstum hatten wir schon, informeller Sektor. Wir stellen uns vor, innerhalb einer Großfamilie, Ivo, dir erzähle ich da nichts Neues, werden viel Waren und Dienstleistungen informell getauscht. Informeller Sektor, was ist informell? Ja? Das heißt, da fließt kein gesetzliches Zahlungsmittel und da fließen auch keine Sichtguthaben oder sowas. Da wird nicht mit Geld bezahlt, sondern der eine hilft dem anderen. Der eine kann Marmelade einkochen, der nächste kann Fahrräder reparieren, übernächste kann vielleicht ein Auto reparieren, wieder eine putzt Fenster und so weiter. Da werden Waren und Dienstleistungen getauscht, die alle informell sind. Das ist der informelle Sektor, das ist nicht Teil des Bruttoinlandsproduktes. Fällt natürlich nirgendwo Steuern und Abgaben an dafür. Ja? Aber den Wohlstand hat es mit Sicherheit gesteigert, dieser Leute. Weil wenn ich die Marmelade von Oma habe oder nicht habe, dann steigert es sicherlich meinen Wohlstand. Ist ja aber nicht Teil des BIPs. Sondern es ist die Frage, macht es vielleicht Sinn, wenn ich denn das BIP optimieren möchte als mein Wohlstandsindikator, macht es vielleicht Sinn, die Familie zu zerstören? Ja? Machen wir vielleicht dann sogar gar keine so ganz unerfolgreiche Familienpolitik? Ja, denn alles, was in diesem informellen Sektor, also das ist Nachbarschaftshilfe, okay, natürlich auch Schwarzarbeit und so weiter, aber es gibt auch einen legalen Teil davon, Nachbarschaftshilfe, alles in diesem informellen Sektor, da gibt es nirgendwo, fallen nirgendwo Steuern und Abgaben an, der Staat hat davon nichts anderes. Und deshalb die Frage, ist die Familienpolitik erfolgreich und in welcher Hinsicht ist die erfolgreich? Zurück zu diesem Beispiel. Der Geldfälscher, der diese Geldmenge jetzt verdoppelt die in dem Zeitraum, in dem durch Produktivitätssteigerungen und durch
Mehrarbeit, durch Überstunden, was auch immer, das Sozialprodukt auch verdoppelt wurde. Ja, und jetzt hat dieses Geld natürlich auch wieder Zugriff auf dieses Sozialprodukt, auf den Wohlstand. In dem Moment sind die Preise nicht gestiegen, es wurde auch niemand physisch bestohlen, aber trotzdem hat der Geldfälscher durch das zusätzliche Geld, was dazu kam, Teile, nämlich den zusätzlich erarbeiteten Wohlstand, der wurde gestohlen durch dieses neue Geld. Ja, das ist einfach nur, um mal zu zeigen, was passiert, wenn sich Geld vermehrt einfach. Aber in dem Fall hätten wir echte Preisstabilität, echt deshalb, weil zum Beispiel die Europäische Zentralbank einfach definiert, per Dekret quasi, definiert, Preisstabilität sind 2% Preiserhöhung. So ist Preisstabilität definiert. 2% oder unter 2%, ja, bis 2%. So ist Preisstabilität definiert. Ich habe schon angedroht. Wir kommen nicht drum herum in der nötigen Präzision. Denn der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, das mit dem Goldschmied, das ist ja schon schön und gut. Aber wie viel hat denn das mit der Realität zu tun? Oder ist das eigentlich ganz anders? Weil mit Gold haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Und Goldschmiede sind es ja auch nicht wirklich. Aber es hat schon was mit der Realität zu tun. Und in der geforderten Präzision geht es nach meinem Wissen nicht ohne sich Bankbilanzen oder Unternehmensbilanzen anzugucken. Wer hat noch gar nie eine Bilanz gesehen und kann zwischen aktiv und passiv überhaupt nicht unterscheiden? Wer hat noch gar nie eine Bankbilanz gesehen? Wer weiß davon überhaupt nichts? Okay, also ungefähr die Hälfte. Die typische Eigenschaft der Bilanz ist, dass sie zwei Seiten hat, eine Aktiv- und eine Passivseite, die beide immer gleich lang sein müssen. Die Summe muss immer gleich hoch sein auf beiden Seiten. Das heißt, es gibt eine Aktivseite und eine Passivseite. Die Aktivseite ist die Mittelverwendung. Also wenn ich jetzt für mich eine Bilanz aufstellen wollte, dann müsste ich alle meine Eigentümer würde ich nehmen und die wären auf meiner Aktivseite. Wie habe ich meine Mittel verwendet? Also wenn ich mir einen PC kaufe, ja, dann ist der PC jetzt ein Aktivum für mich. Das ist, wie habe ich dieses Mittel verwendet? Wie wurde investiert? Wie habe ich mein Geld investiert? Wie wurden die Mittel eingesetzt? Zum Beispiel in den PC oder in ein Auto oder sowas. Ja? Das ist die Aktivseite. Die Passivseite fragt danach, wo kam das Geld dazu her? Wie habe ich mir diesen PC finanziert? Woher stammen die Mittel? Von der Oma? Ja, hat die mir das geschenkt, dann ist es quasi mein Eigenkapital, wäre das dann. Habe ich es fremdfinanziert über einen Konsumentenkredit oder sowas? Das würde ich dann auf der Passivseite abtragen. Wie wurde finanziert, fragt die Passivseite. Das ist ein Beispiel für eine vereinfachte Geschäftsbankbilanz. Also ich werde in jedem Schritt werde ich das, die Positionen, die nicht gebraucht werden, werde ich rauslassen. Also eine Geschäftsbankbilanz hätte mit Sicherheit 30 Posten oder mehr. Und das nützt niemandem was, deswegen beschäftigen wir uns mit einer möglichst einfachen, möglichst vereinfachten Geschäftsbankenbilanz. Natürlich hat eine Geschäftsbank Einlagen, ist ja jedem klar. Geld wird da zur Bank getragen und derjenige, der Geld zur Bank getragen hat, hat dort Geld eingelegt. Ist ja logisch, ja? Deswegen taucht es unter dem Posten Einlagen auf der Passivseite auf, denn das ist ja Geld, was der Bank zur Verfügung gestellt wurde von dem Einleger. Das ist also die Mittelherkunft jetzt von diesen 400. Und dann das Eigenkapital der Bank ist zum Beispiel irgendwelche Aktien, die ausgegeben wurden oder sowas. Ja? Das heißt, das Eigenkapital ist der Teil auf der Passivseite, den die Aktivseite die Passivseite überragt. Hört sich viel komplizierter an, als es ist. Also, wenn meine Eigentümer, die auf der Aktivseite stehen, mehr sind als die Einlagen und die Verbindlichkeiten, also die ganze Fremdfinanzierung, dann muss der Rest ja aus meiner eigenen Tasche gekommen sein. Und dieser Rest ist das Eigenkapital. Wer hat es nicht verstanden? Wem ging das zu schnell? Okay, sind eindeutig zu viele. Nochmal ganz langsam. Ich möchte für mich eine Bilanz aufstellen. Dann muss ich mir darüber klar werden, welche Dinge mir gehören. Die Dinge, die mir gehören,
kommen auf die Aktivseite. Die Aktivseite hätte jetzt hier zum Beispiel die Länge 450, also all meine Eigentümer sind 450 Euro wert, ja? Und ich weiß, dass ich 400 Euro habe ich von fremden Leuten genommen, und um mir damit Aktiva für 400 Euro zu kaufen. Jetzt habe ich aber Aktiva in Höhe von 450 Euro, das heißt der Rest, die 50, die müssen aus meiner eigenen Tasche gekommen sein, das ist mein Eigenkapital. Ich hoffe, das ist angekommen. Dann gibt es in der Geschäftsbankbilanz einen besonderen Posten, der heißt Barreserve. Das ist also das Bargeld, das die Geschäftsbank hält, plus die Guthaben der Geschäftsbank auf dem Zentralbankkonto. Jeder hat schon mal mit einer Bankleitzahl zu tun gehabt. Bei jeder Überweisung gibt man die Bankleitzahl an. Und die Bankleitzahl ist die Kontonummer der Geschäftsbank bei der Zentralbank. Und das Geld, was sich dort auf dem Konto der Zentralbank befindet, plus das Bargeld, das in Automaten und im Schalter liegt, das ist die Barreserve. Und dann haben wir natürlich Forderungen noch. Die Bank, ja, wie wurde investiert? Die Bank hat 440 von diesen insgesamt 450, hat sie in Forderungen investiert, also hat Kredite vergeben. Und jetzt Forderungen gegen Leute, das heißt also, wenn dieser Goldschmied, ja, jemandem den Kredit vergeben hat, dann hat er natürlich eine Forderung gegen denjenigen, dem er den Kredit gegeben hat, denn er muss ja das Geld wiederbekommen können. Das sind also diese Forderungspapiere. Das ist ein Beispiel für eine Geschäftsbankbilanz. Wir haben noch eine ganze Weile mit Bilanzen zu tun. Das heißt, am Ende davon seid ihr alle Bilanzierungsexperten, bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Eigenschaft, beide Seiten sind gleich lang, das muss immer gewährleistet sein. Das muss immer gewährleistet sein. Wenn die linke Seite plötzlich viel kürzer wird, aus irgendeinem Grund, ja, dann muss die rechte Seite auch kürzer werden. Das heißt, wenn plötzlich meine Eigentümer viel weniger wert sind, als wie ich hier eigentlich mir Kapital zur Verfügung gestellt wurde, ja, dann muss ich natürlich mein Eigenkapital reduzieren. Wir gucken uns nachher auch genau an, wie das funktioniert. Es ist zur Vereinfachung. Es gibt genau eine Bank, die genau eine Art von Kredit vergibt. Ja, das ist eine Vereinfachung, die die Systematik nach meinem Dafürhalten erhält, aber nicht unnötig verkompliziert. Natürlich gibt es total viele verschiedene Arten von Krediten. Annuitätendarlehen und Option Arm und was die Amis nicht alles abgezogen haben da mit ihren Häuschen. Aber bei uns gibt es nur eine Art von Kredit, reicht völlig aus. Und außer dieser einen Bank gibt es zunächst genau 5 weitere Wirtschaftssubjekte, die alle 5 Jahre einen Kredit dieser Art aufnehmen. Und das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel sind Bankguthaben. Das heißt, wir abstrahieren schon mal komplett von Bargeld. Das ist gar nicht so weit weg von der Realität, wie sich es jetzt vielleicht anhört, weil wir aktuell schon, im Film wurde es auch kurz angesprochen, nur noch 10% von dieser Geldmenge M1 ist wirklich Bargeld. Also wir verwenden jetzt schon sehr, sehr wenig Bargeld. Wer hat zuletzt seine Steuern bar bezahlt? Bar. Also die meisten überweisen das schon. Das heißt, für Steuerzahlungen, für Miete, für viele, viele Dinge, das läuft alles schon bargeldlos ab. Das läuft alles über Bankguthaben, über Sichtguthaben ab. Das heißt, in dem Fall vereinfachen wir jetzt im Moment die Bankbilanz dahingehend, dass wir diese Barreserve nicht mehr brauchen. Es wird kein Bargeld verwendet im Moment. Das heißt, die Barreserve verschwindet und wir setzen alles erstmal auf Null. Da hat sich nichts geändert, das ist einfach nur anders angeordnet. So, und wir legen jetzt Konten an für alle diese 5 Wirtschaftssubjekte. Müller, Schmidt, Schneider, Fischer, Weber sind die häufigsten Namen in Deutschland. Die ersten 5. Ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nahe, weil die haben natürlich gewisse Eigenschaften, ja, und die werden gleich bestimmte Aktionen machen. Das ist also unsere Ausgangslage. Unsere Ausgangslage, keiner hat einen Kredit genommen, gegen keinen gibt es eine Forderung bei der Bank, es ist einfach bei Null. Und die Bank hat jetzt im Moment auch kein Eigenkapital, auch aus Vereinfachungsgründen. Natürlich müsste die Bank theoretisch erstmal Kapital bringen. Also wer in Deutschland eine Bank gründen will, nur als Tipp, also wer danach sagt, hey, ich gründe eine Bank, 5 Millionen sind gefordert. Gut, in T0. Was ist T0? Also T0 ist einfach jetzt. Das ist, wir starten jetzt. Ja? T0 heißt einfach so, es einigt man sich einfach auf diese Sprechweise. T0 ist einfach jetzt und T1 ist dann ein Jahr später.
nimmt Müller einen Kredit auf, genau nach diesem Muster. Das ist der Nennbetrag 100, das ist die Summe, die er aufnimmt, Laufzeit 5 Jahre, die Tilgung ist 25 pro Jahr und der Zinssatz sind 10%. Das ist diese eine Form von Kredit, die in diesem Szenario vergeben werden kann. Und jetzt die Zahlungsreihe, hat wahrscheinlich auch ein Großteil zumindest noch nicht gesehen, sieht folgendermaßen aus. In T gleich 0 bekommt, ja, ist aus Sicht von Müller, bekommt Müller 100 von der Bank, das heißt, er hat plus 100 in T0. Das heißt, er muss zahlen in T gleich 1, hier an der Stelle, wie viel muss er bezahlen? 100 Punkte, 35. Warum 35? Natürlich die Tilgung, ja, die ist jedes Jahr einmal fällig, Tilgung 35 und 10% Zinssatz auf die ausstehenden 100 sind 35, minus 35. Im zweiten Jahr zahlt er auch 25 Tilgung und auch 10% Zinsen, das heißt, er zahlt insgesamt wie viel? 32,5, 100 Punkte, weil natürlich nur noch 75 ausstehen von den 100. Er hat das schon 25 getilgt. Das heißt, wir sind bei minus 32,5, minus 30 im dritten Jahr, minus 27,5 im vierten Jahr. Wer hat es nicht verstanden? Das sind so viele. Also das ist eigentlich wirklich ganz einfach. Das ist die Zahlungsreihe aus Sicht von Müller. Er bekommt im ersten Jahr 100, die bekommt er einfach neu und muss jedes Jahr 25 zahlen, weil die Laufzeit ist 4 Jahre. Also jedes Jahr sind hier schon mal minus 25 ganz sicher. Und im ersten Jahr kommen auf die ausstehende Tilgungssumme 10% dazu, das sind 10 im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind es 7,5, weil da nur noch 75 ausstanden. Einmal 25 wurden ja schon getilgt. Im zweiten Jahr wurden zweimal 25 schon getilgt, das heißt, es sind nur noch 50 übrig. 10% auf 50 sind 5 und damit sind wir bei 25 und 5 macht 30, muss er 30 bezahlen, dito fürs vierte Jahr. Und so sind wir bei unserer Geschäftsbankbilanz. Müller bekommt jetzt einen Kredit von dieser Bank. Das heißt, er kriegt auf sein Konto, bekommt er 100 und natürlich entsteht auch eine Forderung gegen Müller in Höhe von 100, denn er muss ja den Kredit wieder zurückbezahlen. Die Bank hat also eine Forderung gegen Müller, weil sie das Geld ja wiederhaben will, plus Zinsen. Der Nennbetrag ist 100. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wo kommt denn dieses Geld überhaupt her? Wie funktioniert denn das? Die Bank muss doch erstmal Einlagen haben, oder die Bank muss doch einen Sparer haben, oder die Bank muss doch irgendwo Geld herbekommen haben, um überhaupt diesen Kredit vergeben zu können. Und ob Sie es glauben oder nicht, nein. Die Bank verleiht kein Geld. Keine Bank verleiht Geld. Banken vergeben Kredite. Banken vergeben Kredite und die werden per simpler Bilanzverlängerung, man sagt deshalb Verlängerung, weil hier was dazugekommen ist, vorher waren es 0, jetzt sind es 100, Bilanzverlängerung, wird ein Kredit vergeben. Die Bank hat den Kredit in dem Sinne vergeben, dass sie eine Forderung gegen sich selbst ausgestellt hat. Kann wahrscheinlich niemand was damit anfangen, deswegen habe ich das versucht, nochmal rückgängig zu machen und jetzt nicht für eine Geschäftsbank, sondern für eine Unternehmung. Ja, irgendein Unternehmen kauft ein Aktivum, in dem Fall jetzt irgendwas, Vorratsvermögen, Schrauben meinetwegen, kauft Schrauben für 100 auf Ziel, wie man so schön sagt, auf Rechnung. Das Unternehmen schreibt eine Rechnung, 100 für die Schrauben, ja, das ist eine Forderung gegen das Unternehmen auf Zahlung, auf zukünftige Zahlung in Höhe von 100 und bekommt 100 Schrauben im Wert von 100 dazu. Wenn das immer noch nicht so ganz klar ist, wie das funktioniert mit dem Aufrechnung. Ja. Sie können auch selbst Aufrechnung kaufen, beziehungsweise Sie können auch selbst Ihr eigenes Zahlungsmittel schaffen. In dem Moment, wo Sie in den Tante-Emma-Laden reinlaufen, Ihre Gummibärchen mitnehmen und dann anschreiben lassen. Da haben Sie in dem Moment bezahlt mit einer Forderung gegen sich selbst. Sie haben den Tante-Emma-Laden quasi auf den Zettel geschrieben, ich bringe dir die 5 Franken irgendwann wieder. Das heißt, es wird angeschrieben auf Ihrem Konto beim Tante-Emma-Laden, diese, in dem Fall jetzt 5 oder halt 100, haben Sie auf Rechnung quasi gekauft. Sie haben mit ihrer eigenen Kreditwürdigkeit bei dem Tante-Emma-Laden, ja, weil der Tante-Emma-Laden vertraut Ihnen, ja, haben Sie bezahlt. Genauso funktioniert es auch bei Ihrer Mutter. Da haben Sie es auch schon mal gemacht. Mama, ich möchte irgendwas, was 50 Euro wert ist oder was 100 wert ist, und ich bring dir das dann wieder, das Geld.
Und da ihre Mutter ihnen vertraut, ist ihr Zahlungsmittel, ihr Kredit, den sie da verwendet haben, wird als Zahlungsmittel akzeptiert von ihrer Mutter, weil sie ihnen vertraut. Die Banken sind in der vorteilhaften Position, dass ihre Forderungen gegen die Bank global aus Wirtschaftssystem gesehen als Zahlungsmittel verwendet werden. Stellen Sie sich also vor, diese Unternehmung hier würde irgendwann feststellen, hey, unsere Rechnungen, die wir ausschreiben, werden von allen wie Geld verwendet. Ja? Ist natürlich ein riesiger Bedarf nach diesen Rechnungen da, vollkommen klar. Da kann das Unternehmen einen Haufen Schrauben auf Rechnung kaufen, weil ja alle Leute brauchen ja dieses Geld. Ja? Und so ist es bei den Banken auch. Die Forderungen gegen die Bank, die sie Sichtguthaben, werden als Zahlungsmittel verwendet. Das heißt, wir sind zurück bei der Geschäftsbankbilanz. Die Geschäftsbank kauft also quasi den Zettel, wo Müller draufschreibt, ich werde die 100 zurückzahlen plus Zinsen, die sind hier auf der Aktivseite, die kauft die Bank quasi auf Rechnung. Und die Rechnung gegen die Bank, die Rechnung der Bank, wird als Zahlungsmittel selbst verwendet. Das ist ein bisschen tricky, aber wie ich finde, nicht so schwer. So, ist der Übergang von T gleich 0 auf T gleich 1. Wir wenden jetzt einfach diese Zahlungsreihe an. Wer hat vorher mitgeschrieben? Können sich alle gut merken. Ah, super. Die Forderung verringert sich natürlich um 25, um die Tilgung im ersten Jahr, ist klar. Und Müller hat jetzt 35 weniger, weil er musste 35 bezahlen im ersten Jahr. Und die 10% Zinsen, die fließen über die Gewinn- und Verlustrechnung, ja, kann man das in den Bankbilanzen sehen, oder in den Jahresabschlüssen, fließen früher oder später ins Eigenkapital der Bank. Das ist ein Gewinn der Bank, ja, und der Gewinn ist dann Teil des Eigenkapitals. Ja. Man könnte jetzt auch sagen, naja, das muss deshalb hier Eigenkapital sein, weil die Aktivseite, also die Eigentümer der Bank, sind größer als die Forderungen gegen die Bank und damit hat sie einen Gewinn gemacht. Ja. Also hier, in dem Moment, wo von 0 erstmal der Kredit vergeben wurde, ist kein Gewinn entstanden erstmal. Das ist man sagt ergebnisneutral. Da ist kein Gewinn entstanden. Die Bank hat davon erstmal nichts. Sie hat erst dann davon was, wenn hier Zinsen dazukommen. Jetzt im ersten Jahr nimmt zusätzlich Schmidt noch 100 auf. Ich habe gesagt, alle 5 Jahre wird ein Kredit aufgenommen, genau dieser einen Form. Das heißt, im nächsten Jahr passiert genau das Gleiche bei Schmidt, wie es vorher bei Müller passiert ist. Hier 25 weg, hier 35 weg und bei Müller hier 25 weg und hier 32,5 weg. Also von 65 auf 32,5. Und entsprechend erhöht sich das Eigenkapital der Bank um einmal 10 für die Zinszahlung von Schmidt und einmal 7,5 für die Zinszahlung von Müller. Wie wir hier sehen, verkürzt sich von diesem einen Schritt T1 auf T2, verkürzt sich hier die Geschäftsbankbilanz um 25. Das ist man kann sagen, das ist eine Geldvernichtung. Die Tilgung vernichtet Geld. Durch eine Kreditvergabe entsteht Geld, durch eine Tilgung verschwindet Geld. Das heißt auf gut Deutsch, viel Kredit, viel Schulden gleich viel Geld. Wenig Kredit, wenig Schulden, wenig Geld. Gar keine Schulden, gar kein Geld. So ist das System aufgebaut. Es gibt keine Forderung, keine Bankforderung, wenn es nicht auch eine entsprechende Verbindlichkeit für den Schuldner gibt oder eben Forderung der Bank. Das ist, man sagt, uno acto. Das ist in einem Schritt wird da sowohl der Kredit geschaffen, als auch das Geld, als auch das Zahlungsmittel auf der anderen Seite. Das heißt hier Geldvernichtung, aber wie wir gesagt haben, Schneider wird jetzt in T2, wird Schneider Kredit aufnehmen und entsprechend verlängert sich natürlich hier die Bankbilanz wieder. Ja, und so läuft das jetzt durch, ja, die bezahlen jetzt ihre Zinsen, das Eigenkapital der Bank erhöht sich entsprechend. Und genau, hier bei Müller im dritten Jahr hat Müller natürlich schon Schwierigkeiten zu tilgen. Er müsste eigentlich 27,5 zahlen im letzten Schritt, damit er hier diese Forderung komplett auslösen kann. Aber er hat jetzt nur noch 2,5. Jetzt nehmen wir an, dadurch, dass er was hergestellt hat, ja, und er hat jetzt sein Geld verwendet, hat er für 25 an Fischer irgendwas verkauft, was auch immer er herstellt. Ja. Müller in dem Fall hat er ihm Mehl gemahlen oder so. Ja.
Und diese 25 werden einfach hier, das ist eine Sichtguthabenübertragung oder Überweisung auf gut Deutsch, das wird einfach in den Büchern hier umgeschrieben. Ja? Also Müller hat einfach Überweisungsträger Fischer hat einen Überweisungsträger ausgefüllt und an Müller und bei der Bank wird es einfach umgebucht von dem einen Konto aufs andere Konto. So, und jetzt hat Müller genug, um hier zu tilgen. Und damit ist er jetzt quasi schuldenfrei. In dem letzten Schritt hat jetzt Weber zusätzlich den Kredit aufgenommen. Aber jetzt ist natürlich Schmidt hier in Zugzwang quasi. Aber er war jetzt auch nicht untätig, hat auch was verkauft, ja, und zwar jetzt an den Weber und hat jetzt von ihm 25 bekommen, kann also auch tilgen. Nächster Schritt. Müller nimmt neu Kredit auf. Jetzt ist Schneider und bei Fischer auch. Aber Schneider bekommt Geld von Müller und Fischer hat auch was hergestellt, bekommt Geld von Müller. So. Und dann geht das einen nächsten Schritt weiter. Dann sind wir bei Fischer braucht jetzt Geld, Weber braucht Geld, Müller braucht Geld, aber die haben alle glücklicherweise was hergestellt, bekommen also von Schmidt das Geld, ja, 25. So, und jetzt sind wir genau in der Situation, dass Schmidt 100 noch zu tilgen hat, das heißt, er ist im ersten Schritt, er muss 25 tilgen, plus 10 Euro sind genau die 35, dann hier bei Müller sind es genau die 32,5, bei Fischer, der ist genau im letzten Schritt und Weber ist im vorletzten. Und wenn wir jetzt noch einmal draufdrücken, dann ist quasi, ja, kein Geld mehr hier im Umlauf. Denn dahin ist das Geld natürlich verschwunden oder ein Teil, ja. Einiges davon ist einfach wirklich weg, weil es getilgt wurde, aber die Zinszahlungen tauchen als Gewinn der Bank im Eigenkapital auf. So, jetzt nimmt noch Schneider meinetwegen, ja, turnusmäßig, nimmt jetzt hier diesen Kredit für 100 auf. Aber wir sehen schon, hier müssten jetzt 4 Kredite getilgt werden, plus Zinszahlungen und 4-mal Tilgung wäre 4-mal 25 und es sind nur Zahlungsmittel von 100 überhaupt insgesamt da. Das heißt, selbst wenn wir perfekt verteilen würden, so wie wir es vorhin gemacht haben, reicht das Zahlungsmittel nicht aus. Ja? Und dadurch muss irgendeiner insolvent werden. In dem Fall ist es jetzt der Schmidt. Wir spielen es jetzt nur für den Schmidt durch. Und wenn die Bank feststellt, dass Schmidt insolvent wird, dann muss sie zwangsläufig diese Forderung gegen Schmidt rausstreichen aus ihrer Bankbilanz. Es wird Abschreibung genannt, geistert auch in den Medien rum, Abschreibungen der Banken. Das heißt, die Kredite sind notleidend oder der Schuldner ist insolvent. Der Schuldner kann den Kredit nicht mehr bedienen. Das heißt, der Kredit muss hier rausgestrichen werden aus der Bankbilanz. Da steht jetzt also erstmal null. Damit verkürzt sich natürlich diese Aktivseite um genau die gleichen 75. Ja? Und wenn sich die Aktivseite um 75 verkürzt, haben wir vorher gelernt, muss sich auch die Passivseite um 75 verringern. Und in dem Fall ist diese Abschreibung ist ein direkter Verlust für die Bank und schlägt voll aufs Eigenkapital durch. Das heißt, hier sind nur noch 75. Damit würde die Bilanz wieder stimmen. Jetzt werden Sie sagen, ja Moment, und jetzt ist der Müller auch noch zahlungsunfähig und der Weber auch, dann sind es hier nochmal 75, dann hat die Bank ja gar kein Eigenkapital mehr, ist sie pleite. Und genau das würde passieren, aber so schnell geht es auch wieder nicht, weil die Banken haben natürlich den Kredit nur gegen Sicherheiten vergeben, gegen Sachsicherheiten, gegen irgendeine Sicherheit. Und in dem Fall war das jetzt halt das Häuschen zum Beispiel von Schmidt, ja, der hat sein Häuschen jetzt halt verloren und dafür kommt hier in diesen Posten Sachanlagen, denn das Häuschen gehört dann der Bank und ist natürlich ein Eigentum für die Bank, kommt also auf die Aktivseite, ja. Und das Haus ist glücklicherweise 75 wert gewesen. Also sie konnten das für 75 in ihre Bilanz reinschreiben oder nach Marktpreise bewerten, ja, wie auch immer. Glücklicherweise ist es genau 75 wert. Das heißt, zwar ist der Schuldner ausgefallen, aber durch die Sicherheit, die die Bank stattdessen in die Bilanz aufnehmen kann, verliert sie nicht sofort dieses Eigenkapital. Denn jetzt ist ja die Aktivseite wieder bei 250 und damit verliert sie eben nicht sofort so viel Eigenkapital und ist eben nicht sofort pleite. Aber... Und jetzt sind wir beim aktuellen Problem, wenn natürlich viele Kredite faul werden und viele Leute ihr Häuschen verlieren und viele Häuser plötzlich auf dem Markt sind und die Häuserpreise nicht mehr einfach weiter steigen, sondern vielleicht sogar fallen, dann entstehen natürlich an der Stelle dann doch Verluste, weil eben die Sicherheit nicht mehr in voller Höhe den Kredit abdeckt, ja. Aber es ist natürlich auch völlig klar, dass die Banken quasi gezwungen sind, neue Kredite zu vergeben. Und damit sind wir jetzt bei der Lösung für dieses Problem. Ja, was kann ich denn machen, wenn irgendwie immer systematisch dieses Geld fehlt durch die Zinsen? Ich habe also nur die Möglichkeit, dass die Bank das, was im Eigenkapital aufgelaufen ist, diese Gewinne, dass die Bank diese Gewinne verkonsumiert.
richtig verkonsumiert. Eben zum Beispiel, indem sie Dividendenausschüttungen an ihre Aktionäre macht, ja, dann wird Eigenkapital der Bank ausgeschüttet an das Publikum in Form von dann Forderungen gegen die Bank wieder. Dann wäre wieder Geld da. Aber das ist nur eine scheinbare Lösung, ganz eindeutig. Denn dieses Sparen, das Akkumulieren von Geldkapital, das kann auch bei irgendjemand anders in dieser Volkswirtschaft kann es auftauchen. Also weiß ich, wenn zum Beispiel jetzt Fischer besonders erfolgreich war und bei ihm sammeln sich jetzt all diese Gelder, ja, und wenn wir so ein bisschen den Realitätscheck machen, es gibt schon Leute, die sind ganz schön reich, ja, also die haben halt vielleicht sogar Zins- oder Dividendeneinnahmen, die sind so hoch, die können die gar nicht mehr verkonsumieren. Also beispielsweise gibt es Leute, die haben Zinseinnahmen von mehreren 100.000 Euro am Tag. Am Tag. Jetzt können Sie sagen, ja gut, kaufe ich mir halt jeden Tag einen Ferrari oder einen Rolls-Royce oder so, wäre für mich kein Problem, oder eine Wohnung. Ja, was machen Sie, wenn Sie mal 2 Wochen krank sind? Da kommen Sie gar nicht hinterher. Das heißt, da sammelt sich automatisch mehr Geld an und das heißt, ich habe diese Akkumulation, diese Ansammlung von Kapital dann halt an anderer Stelle. In dem Fall hat sich jetzt das Kapital hier gesammelt, ja, und das sind auch die fehlenden 5% in dem Film gewesen. Das heißt, der Film verkürzt an dieser Stelle natürlich, ja, auch dieser Goldschmied Fabian kann ja irgendwelche Ausgaben haben. In dem Fall wäre jetzt das die Bank, die eventuell Eigenkapital ausschüttet. Es würde dann schon zur Verfügung stehen. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Das ist nur eine scheinbare Lösung. Eine wirkliche Lösung ist, wenn die vorhandenen Wirtschaftssubjekte einfach mehr Schulden aufnehmen. Dann ist natürlich wieder Zahlungsmittel da. Ja? Oder nicht nur das, dass einzelne Wirtschaftssubjekte mehr Schulden aufnehmen, sondern dass wir auch noch neue Schuldner dazu gewinnen. Eben zum Beispiel in den USA, ja, findet man dann diesen Bereich der Subprime-Kredite, also die Leute, die von Anfang an quasi zahlungsunfähig waren, weil die vielleicht nicht mal eine Sicherheit gebracht haben oder kein Einkommen haben oder besonders geringes Einkommen oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten, die diesen Kredit sofort von Anfang an Subprime gemacht haben, unterhalb von Prime, unterhalb von Normal. Ja. Das heißt, neue Schuldner finden. Systematisch muss dieses System mehr Schulden produzieren, sonst komme ich immer in diese Klemme, dass zu wenig Geld da ist zum Schuldentilgen. Und wir machen jetzt eine Mischung von allem, indem zum Beispiel Müller einfach zusätzliche 100 aufnimmt, dann sind hier schon mal 100 da, und dann führen wir einen neuen Schuldner ein, den nennen wir einfach Staat. Ja, Staat ist ein ganz hervorragender Schuldner. Der nimmt auch einen Kredit auf für 100 und sagen wir mal, der macht jetzt ein Konjunkturprogramm oder verteilt es per Sozialsystem, das Geld, ja, aber sagen wir mal, er macht ein Konjunkturprogramm, New Deal von Reagan damals, ja, Konjunkturprogramm, und stellt dabei Weber und Schmidt an und bringt so das Geld unter die Leute. Jetzt werden die sagen, ja Moment mal, aber dann hat der Staat in der nächsten Runde schon wieder gar kein Geld mehr. Ja, ist kein Problem, der Staat kann ja in das Eigentum der Bevölkerung eingreifen, über die Steuern, ja, er kann also das Eigentum, er kann Bürger enteignen, ja, und ist damit ein ganz wunderbarer Schuldner, weil so kann man quasi, selbst auf den reichsten Bürger kann man immer noch zugreifen und über diesen Staat, ja, somit ist der Staat ein ganz hervorragender Schuldner, der quasi nicht ausfallen kann. In dieser Denkstruktur ist der Staat ein perfekter Schuldner. Jetzt werden Sie sagen, ja, Moment mal, aber allein die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland war ja im letzten Jahrhundert einige Male pleite, vollkommen richtig, aber in dieser Denkstruktur taucht es nicht auf. Der Staat, die Zinsen, die vom Staat zu beziehen sind über Staatsanleihen, ist der sichere, risikofreie Zins. Liegt jeder Berechnung, also wenn Unternehmen bewertet werden, der Unternehmenswert bewertet wird, wird immer die Staatsanleihe ist immer der sichere Zins. Davon wird einfach ausgegangen in dem System. Der Staat ist der perfekte Schuldner. Gut. Was macht Fischer? Warum hat Fischer weder Forderungen noch Passivität? Fischer ist clever und Fischer hält alle Aktien an der Bank und lässt sich jetzt einfach hier 100 per Dividendenausschüttung ausbezahlen. Okay? Wer hat das nicht verstanden, was da passiert bei den Dividenden? Wem ist das unklar? Ja, das sind eindeutig viel zu viele. Okay. Also die Bank durch ihre Geschäftstätigkeit, ja, ist die Aktivseite der Bank, die Eigentümer, die die Bank hat, sind immer mehr geworden, ja, im Vergleich zu dieser Passivseite, zu den Forderungen gegen die Bank. Deswegen hat sich das Eigenkapital der Bank entsprechend erhöht.
Ja? Das heißt, wenn wir sagen, das sind quasi die Forderungen, die die Bank begleichen muss, früher oder später. Sie verpflichtet sich da auf Lieferung von Bargeld. Das gibt es in dem Szenario noch nicht, aber das ist ja so gedacht. Deswegen ist es die Forderung der Bank, ja, gegen die Bank. Und die Eigentümer sind aber mehr als die Verbindlichkeiten der Bank, mehr als die Schulden, wenn man so will, der Bank. Das heißt, der Rest muss durch die Bank selbst finanziert worden sein. Deswegen sammelt sich hier dieses Eigenkapital an, diese Zinseinnahmen sammeln sich an bei der Bank. Und der Eigentümer der Aktien, also der das Eigentum an der Bank hält, ja, der diese Aktien hält, der hat natürlich ein Recht auf Dividendenausschüttung. Und die Dividendenausschüttung findet natürlich statt aus dem Eigenkapital der Bank. Ich kann auch von nichts anderem Dividende ausschütten. Wenn ich kein Eigenkapital habe, wenn ich also keine Eigentümer habe, die über meine Verschuldung hinausgehen, dann kann ich, mit einigen wenigen Ausnahmen, okay, die Experten werden jetzt sagen, ja Moment, die Telekom hat keine Gewinne gemacht, wie kann die trotzdem Dividenden ausschütten? Das geht dann über Rücklagen, da können im Eigenkapital können Rücklagen sein, das heißt, man kann auch ohne Gewinne Dividenden ausschütten, aber ohne Eigenkapital geht es also sicher nicht. Das Eigenkapital der Bank gehört quasi dem Eigner der Bank, und der Eigner dieser Bank ist in meinem Szenario der Fischer, der hält all diese Anteile. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der 100 Aktien hält und die Dividende pro Aktie ist 1 Euro, dann bekommt er halt 100 dazu. Das nennt sich ein Passivtausch. Hier ist die Bankbilanz nicht länger und nicht kürzer geworden, sondern es haben sich nur hier zwei Posten verändert, und zwar aus dem Eigenkapital der Bank raus zum Fischer. Ich hoffe, es ist jetzt klarer, ich frage lieber nicht. Aber es gibt natürlich Beschränkungen, wenn Sie sagen, ja wie, Bilanzverlängerung, wie soll das, geht es ewig so weiter? Ja, im Prinzip geht es ewig so weiter, und Sie können auch, das ist wieder der Realitätscheck, Sie können von öffentlich gelisteten Unternehmen, das ist tolle, kann man die Bilanzen sich anschauen, wenn Sie die im Zeitverlauf vergleichen, dann werden die immer länger, wie man so schön sagt, die werden immer größer, die Bankbilanzen werden immer größer, auch die Unternehmensbilanzen von den meisten Unternehmen werden immer größer, aber es gibt natürlich Beschränkungen. In dem Fall gibt es jetzt Beschränkungen, sage ich jetzt einfach so, weil der Staat da ist. Da, wo der Staat ist, wird immer reguliert, gibt es immer Beschränkungen, und deswegen gibt es jetzt hier die Beschränkung, dass mindestens 8% Eigenkapital, die Bank muss mindestens 8% Eigenkapital ausweisen im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva. Das ist nach Basel II. Es gibt diesen Bankenstandard Basel II. Ja. In Basel sitzt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist quasi die Zentralbank der Zentralbanken. Die haben dieses Papier verfasst, Basel II. Und da steht drin, die Banken müssen ihre Aktiva, das sind diese Sachen hier, ja, ihre Forderungen, müssen sie nach Risiko gewichten. Das heißt, wie gut ist der Schuldner, der hinter diesen Aktiven steht? Und diese risikogewichteten Aktiven, die nenne ich jetzt R-Aktiva, ja, die müssen mit 0,08 multipliziert, müssen die geringer oder müssen die kleiner als das Eigenkapital sein. Oder andersrum, das Eigenkapital muss größer sein als diese risikogewichteten Aktiva mal 0,08. Das ist einfach eine willkürliche Regelung, aber das ist so festgelegt. Müssen die Banken sich dran halten. Nächste Beschränkung ist, dass die Bank, und jetzt kommt das Zentralbankgeld, Schrägstrich Bargeld wieder ins Spiel, die Bank muss, das ist auch so im Euroraum, die Bank muss eine Mindestreserve in Zentralbankgeld vorhaben, und zwar in Höhe von 2% der sofort fälligen Sichtguthaben plus Spareinlagen bis 2 Jahre Laufzeit und Kündigungsfrist. In dem Fall haben wir jetzt keine Spareinlagen bisher gehabt, sondern wir hatten nur sofort fällige Sichtguthaben. Das heißt, die Summe der Sichtguthaben, die Summe ihrer aller Kontoauszüge sozusagen, von ihren Girokonten, die Summe derer plus die Spareinlagen, die bis 2 Jahre Laufzeit sind, beziehungsweise 2 Jahre Kündigungsfrist, die aufaddiert, davon 2% muss die Bank an Mindestreserve halten. Bargeld. Heißt auf gut Deutsch, wenn wir morgen alle, und das war im Film auch, wenn wir morgen alle zur Bank gehen, unser Bargeld holen, das Bargeld ist nicht da. Die Bank müsste sich erst mehr Bargeld beschaffen, und wir machen gleich, wie das funktioniert, dass die Bank sich Bargeld beschafft. Beschaffung von Zentralbankgeld, muss man eigentlich richtigerweise sagen, ja, weil die Bank beschafft sich nicht sofort Bargeld, sondern erstmal muss sie sich
auf dem Konto, diese Bankleitzahl, ja, auf dem Konto bei der Zentralbank, muss sie sich erstmal Zentralbankgeld in Buchform beschaffen, in Computern ist das auch wieder. Ja. Dazu verpfändet die Geschäftsbank notenbankfähige Sicherheiten an die Zentralbank. Das heißt, die Forderungen, diese aktiven, ja, die müssen ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen, damit die notenbankfähig sind. Und wenn die das sind, dann kann die Geschäftsbank diese verpfänden an die Zentralbank und bekommt dann dafür Zentralbankgeld. Die Zentralbank räumt der Geschäftsbank in Höhe der verpfändeten Sicherheiten. Manchmal gibt es einen Abschlag, das kommt darauf an, wie das genau gemacht wird, aber das ist im Prinzip viel zu detailliert, davon können wir abstrahieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Und funktioniert genauso wie bei der Bankengeldschöpfung. Funktioniert so: Die Bank guckt sich hier an, was habe ich hier für Aktiven, was habe ich für Forderungen gegen andere Leute, was für Scheine sind da in meinem Eigentum vorhanden. Und in dem Fall jetzt, die Scheine vom Staat, diese Staatsanleihen, die sind super gut. Ja, der Staat ist der beste Schuldner. Die sind in jedem Fall notenbankfähig. Das heißt, ich nehme jetzt hiervon, sagen wir mal, 10 weg von diesen 100, nehme ich 10 weg, verpfände die an die Zentralbank und bekomme dafür im Austausch Bargeld, Zentralbankgeld. Sieht dann so aus, wir haben den neuen Posten Barreserve und hier von den 100 fließen 10 in die Barreserve der Bank. So, und hier habe ich jetzt nur diesen Posten Einlagen mal zusammengefasst, den Posten Forderung zusammengefasst. So, und jetzt sind wir genau bei dieser Ausgangsbilanz, so hätte die entstehen können, ja, jetzt in diesem Szenario halt. Natürlich hätte die Bank vorher Eigenkapital gebraucht. Aber ich denke, die Systematik ist klar geworden, wo dieses Problem auftaucht, ja, dass irgendwie immer Geld fehlt und dass wir immer mehr Schuldner benötigen. Zusammenfassung. Banken verleihen kein Geld. Keine Bank verleiht Geld. Banken vergeben Kredite. Das heißt, ich brauche keinen Sparer. Die Bank braucht keinen Sparer, der erst Geld zur Bank hinträgt und die Bank dann einen Kredit vergibt und das Geld irgendjemandem anderen reicht. Nein, die Bank vergibt Kredite. Das ist ein Geldbild-Update. Die Bank vergibt Kredite bzw. räumt in Form eines Bankkreditgeschäftes Sichtguthaben ein im Rahmen bestimmter gesetzlicher Vorschriften. Wir haben die vorhin gerade gesehen, diese gesetzlichen Vorschriften. Sie refinanzieren sich dann bei der Zentralbank durch Hinterlegung oder Verpfändung von Sicherheiten, welche durch Einräumung, die Sicherheiten, die sie der Zentralbank verpfändet, hat sie davor auf Rechnung gekauft und die Rechnung muss sie im Prinzip nie begleichen, weil wir die Rechnungen als Geld verwenden. Und die Sicherheiten, die sie auf Rechnung gekauft hat, die verpfändet die Bank an die Zentralbank und bekommt dann dafür Bargeld. Aber wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ist ja alles schön und gut, was Sie mir da erzählen, Herr Hofer, aber wo ist denn das Problem? Der Neuverschuldungszwang, der durch die Struktur, durch die spezifische Struktur dieses Geldsystems, dadurch, wie Geld in Umlauf kommt, dieser Verschuldungszwang unterliegt der Dynamik der Exponentialfunktion. Das heißt, ich muss immer mehr neue Schulden machen, weil sich Geld an manchen Stellen ansammelt und dort immer mehr wird, fehlt es an anderer Stelle. Und dadurch, dass es der Exponentialfunktion unterliegt, muss ich natürlich zunehmend auch schlechteren Schuldnern Kredite geben. Natürlich kann ich durch Produktivitätssteigerung, durch Kreativität, durch mehr Innovation, durch Wirtschaftswachstum, freie Fahrt für Wachstum, Wachstum, Soziales, was Arbeit schafft, ja, kann ich natürlich da eine ganze Zeit lang mithalten. Aber dadurch, dass es eine Exponentialfunktion ist, es wird also immer mehr Schulden müssen es werden, ist es zwangsläufig, dass die realen Sicherheiten, die Sachen, die man anfassen kann, die realen Sicherheiten hinter den Krediten, die müssen zwangsläufig, also dauerhaft, müssen die zwangsläufig schlechter werden. Warum? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich immer mehr und immer schönere und immer bessere Häuser bauen kann, aber mit Sicherheit nicht in exponentieller Art und Weise. Auf einem begrenzten Planeten wird es auf Dauer nicht funktionieren. Irgendwann werden Schuldner ausfallen müssen. Es kann gar nicht anders sein. Das ist systematisch so vorgesehen. Es liegt also nicht an der
Gier der Händler, der Kredithändler in den USA, die an Subprime-Leute Kredite vergeben haben. Ja, daran liegt's nicht. Hätten die diese Kredite nicht vergeben, also sprich, hätten sie den Kreis der Schuldner nicht ausgeweitet und hätten nicht mehr Kredite vergeben an Leute, die sich die Kredite eigentlich nicht leisten hätten können, dann wäre es eben schon vorher zusammengekracht. Ja? Das heißt, wir könnten auch jetzt wieder, und das ist das, was aktuell gerade passiert, könnten wir natürlich jetzt wieder durch den Schuldner of last resort, also den Schuldner der letzten Zuflucht, wie man so schön sagt, nämlich den Staat, können wir natürlich wieder mehr Schulden aufnehmen, noch mehr. Das ist, was jetzt gerade passiert. Ja? Die Schuldner fallen aus und in dem System brauchen wir immer mehr Schuldner oder irgendwelche vorhandenen Schuldner müssen immer mehr Schulden aufnehmen. Und das ist der Staat. Der Staat ist der Schuldner der letzten Zuflucht. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen, das werden wir hier in Europa auch bekommen, das ist zwangsläufig so, das hat nichts mit Gier zu tun direkt, das spielt eine Rolle natürlich, klar, aber die Systematik, die Struktur ist so. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die realen Sicherheiten müssen dauerhaft schlechter werden, die Schuldner müssen dauerhaft schlechter werden und ich kann es mir aussuchen, ob ich jetzt sofort die ganzen Leute pleite gehen lassen will oder ob ich durch den Schuldnerstaat das noch eine Weile hinauszögere, ja, und damit erstmal das Ganze wieder abfedere. Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Ist aber genau so ist es aufgebaut. Da kann ich gar nichts dafür. Also das ist einfach so. So, fraktionales Reservesystem. Das ist das, was wir gerade eben gesehen haben. Die Bank hat nur 10 als Barreserve gehabt und hat aber Verpflichtungen oder Forderungen gegen sich in Höhe von 400. Also die Bank hat 10 bar vorliegen und müsste eigentlich 400 auszahlen können. Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Also wenn da einer mal kommt und will 20 abheben, dann geht's ja schon nicht. Aber die Verhältnisse in dieser Beispielbilanz, deswegen empfehle ich wirklich, sich mal meinetwegen die Bilanz der Deutschen Bank oder sonst irgendeiner Bank anzugucken, die Verhältnisse stimmen ziemlich gut. Diese Verhältnisse dort von Barreserve, Eigenkapital, Einlagen und Forderungen oder das haut ziemlich gut hin. Ja? Und jetzt werden Sie sagen, ja, aber das kann doch nicht gehen, wie soll das funktionieren? Das ist eben das fraktionale Reservesystem. Ich muss nur einen Teil dessen, worauf ich diese Rechnungen schreibe, also die Rechnung ist natürlich im Sinne von, ich liefere dir dann dieses Bargeld, wenn du es möchtest. Aber da wir das Bargeld nicht abheben, reicht es eben viel weniger Bargeld vorzuhalten, wie tatsächliche Forderungen entstehen. Und ich möchte dazu ein Beispiel machen, um jetzt mal ein bisschen von Geld zu abstrahieren, aber um das System, dieses fraktionale Reservesystem, um das klar zu machen. Folgendes Szenario. Wir stellen uns vor, wir alle würden identische Autos fahren. Und zwar nicht nur identisch von Ausstattung und 4 Reifen und alle haben ein Lenkrad und so, sondern wirklich identisch. Die haben alle immer den gleichen Kilometerstand, die haben alle immer die gleichen Verschleißerscheinungen und so weiter. Alle Autos sind immer identisch. Entsprechend sind natürlich auch alle Schlüssel, also die Zugangskarten, Berechtigungskarten für die Autos sind natürlich auch identisch. Okay? Alle Autos sind immer exakt gleich. Autos werden gewohnheitsmäßig in Parkhäusern geparkt. Ganz klar, wir brauchen das Auto nicht immer. Stellen das in ein Parkhaus, dieses Auto, wenn es nicht gebraucht wird. Und diese Autoberechtigungskarte oder der Schlüssel, der bei jedem Auto gleich ist, berechtigt, ein Auto aus diesem Parkhaus zu bekommen. Das heißt, sie laufen an das Parkhaus hin mit ihrer Parkhausberechtigungskarte und sagen, so, ich hätte jetzt gern mein Auto. Und dann wird der Parkhausboy ihnen ein Auto vor die Nase fahren und sie steigen ein und fahren mit dem Auto weg und sind happy. Logischerweise bekommen sie dabei nicht immer ihr Auto, aber ihr Auto in dem Sinn gibt's auch nicht, da alle Autos identisch sind. Okay, genauso wenig bekommen sie ja immer ihr Bargeld ausbezahlt. Das ist die Parallele. Sie kriegen irgendein Bargeld, aber das Bargeld ist nun mal identisch. Also sie bekommen in dem Fall nicht immer ihr Auto, aber sie bekommen immer ein gleichwertiges Auto. Okay? Über die Jahre stellen die Besitzer der Parkhäuser fest, dass das Parkhaus immer mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Immer mindestens zur Hälfte. Also die einen sind beim Arbeiten, brauchen ihr Auto gerade nicht, der Rest fliegt vielleicht in Urlaub, steht das Auto da. Immer mindestens zur Hälfte ist das Parkhaus gefüllt mit Autos. Und die Parkhausbesitzer sind natürlich clever, ja, und sagen, okay, dann verscherbeln wir einfach die Hälfte von den Autos
Und die Leute, die vorne hinstehen und sagen, ich will mein Auto abholen, die bekommen dann halt irgendeins von den Autos, die da so durchlaufen, durch das Parkhaus. Die werden das gar nicht feststellen, weil es gibt ja ihr Auto gar nicht. Das heißt, es entsteht ja niemandem ein Schaden. Niemandem entsteht ein Schaden. Nur ein Gewinner gibt's. Die Parkhausbesitzer, kein Problem. Die haben die 50 Autos oder 50% der Autos verscherbelt, aber ein Schaden ist ja niemandem entstanden. Oder ist jemandem Schaden entstanden? Nö. Wir bekommen ja das Auto, wenn wir es wollen, und das Auto ist identisch mit dem Auto, was sie abgegeben haben, also ist überhaupt gar kein Problem, oder? Jetzt tritt der ungünstige Fall für die Parkhausbesitzer ein, dass an einem speziellen Tag wollen tatsächlich gerade alle Autobesitzer wollen ihr Auto abholen aus dem Parkplatz und es sind nur 50% der Autos vorhanden. Es bilden sich also lange Schlangen vor den Parkhäusern und der Staat hat ein Problem. Ja. Lange Schlangen vor Parkhäusern ist nicht so gut, da funktioniert die Wirtschaft nicht so gut und die Parkhäuser sind nun mal ganz wichtig für die Wirtschaft. Wir müssen also die Parkhäuser retten, ja, indem wir mit Staatsgeld den Parkhäusern die anderen 50% Autos halt wieder dazu kaufen. Weil die Leute müssen ja mobil bleiben, das ist ganz klar. Das ist ganz wichtig für die Wirtschaft, dass die Parkhäuser funktionieren. Deshalb werden die Parkhäuser, ich könnte sagen, es gibt den Parkhaus-Bailout. Ja? Es werden Autos neu dazugekauft und damit haben wieder alle ihre Autos. Und es gibt halt jetzt dann ein bisschen mehr Autos. Ja? Die Leute bezahlen dafür dann quasi mit weniger Komfort, weil es eben mehr Autos gibt, beziehungsweise haben entsprechend höhere Steuerausgaben. Das ist die Parallele zu den Banken. Nur um mal zu zeigen, dass wir natürlich da auf was verzichten, wenn die Banken eben nicht dazu verpflichtet sind, 100%. Man spricht von 100% Banking. Wenn die Banken nicht dazu verpflichtet sind, 100% unserer Einlagen in Bargeld vorzuhalten, in Zentralbankgeld vorzuhalten, sondern die profitieren natürlich davon. Und wir merken es aber nicht sofort, sondern nur in Ausnahmesituationen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie betrifft mich das überhaupt? Ja, es gibt da ein Problem, okay, aber wie betrifft mich das? Ja, es betrifft Sie dann, wenn Ihr eigener Kredit, ja, wenn Sie davon betroffen sind, dass zu wenig Zahlungsmittel da sind und Sie arbeiten wirklich hart, aber Sie können, also global betrachtet, können die Leute ihre Kredite irgendwann nicht mehr bedienen. Das heißt, es gibt möglicherweise ein Zahlungssäumnis und dann kann Ihr Kredit fällig gestellt werden. Das heißt, Sie müssten den dann sofort bedienen können. Und wenn Sie das nicht können, dann wird Ihnen das Sicherungsmittel vollstreckt, zwangsvollstreckt, ja, und Sie verlieren möglicherweise Ihr Häuschen, Ihr Auto und so weiter. Oder, und das wird aktuell gerne gemacht und zum Teil sogar mit Krediten, die nicht mal notleidend waren, dass die Kredite verbrieft und weiterveräußert werden. Die Banken reichen also diese Forderungen weiter an sogenannte Heuschrecken. Ja, warum? Weil die Banken sagen, oh, der Kredit ist notleidend. Außerdem, selbst wenn der nicht notleidend wäre, dann kann ich wieder einen neuen Kredit vergeben, kassiere ich wieder Provisionen, ja, auch nicht so schlecht. Und wenn ich den weiterverkaufe, dann habe ich damit auf keinen Fall einen Ärger, suche ich mir lieber einen sicheren Schuldner. Und diese Heuschrecke, wie auch immer die dann heißen mag, die wird sich dann schon um den Schuldner kümmern. Ja. Da kommt dann die AK auf die Brust und dann wird schon bezahlt. Und wenn nicht, dann wird zwangsvollstreckt. Natürlich kauft die Heuschrecke die Forderung nur dann oder mit einem so großen Abschlag, wenn sie damit rechnet, dass zumindest das Sicherungsmittel, also das Häuschen oder das Hotel oder was auch immer hinter dem Kredit steht, mehr wert ist, als wie die Heuschrecke bezahlt hat. Sonst würde sie es natürlich nicht machen. Das heißt, das kann uns wirklich ganz konkret selbst betreffen, dieses Problem. Und das ist, was ich gerade eben versucht habe zu beschreiben mit dem Parkhaussystem. Der Staat muss die privaten Banken mit Staatsgeld retten, um diesem Systemkollaps zu entgehen, welcher langfristig völlig automatisch droht, ja. Denn, ich meine, das kann ich auch nicht wollen. Niemand kann das wollen, dass morgen alle in Scharen zur Bank rennen, denn dann gäbe es echt ein Problem. Das kann keiner wollen und das muss verhindert werden, das ist völlig klar. Solange es nicht eine Alternative gibt. Aber die gibt's, ja. Und der Staat muss das machen. Er muss private Banken raushauen, verstaatlichen, Bailout, aufkaufen, Kredit vergeben, wie auch immer. Zahlen natürlich wir über entweder steigende Preise und oder höhere Steuern, fällt auch auf uns zurück.
Staat als Kreditnehmer der letzten Zuflucht, habe ich vorhin schon angesprochen, ist völlig klar. Viele Leute kennen den Begriff Lender of Last Resort, das ist die Zentralbank für die Banken. Denn wenn die Banken in Zahlungsschwierigkeiten kommen, das Bargeld reicht nicht mehr aus, dann rennen die zur Zentralbank als Lender of Last Resort, als Kreditgeber der letzten Zuflucht, ja, und bekommen dann Bargeld von der Zentralbank. Und der Staat ist aber mindestens genauso wichtig als der Kreditnehmer der letzten Zuflucht. Irgendjemand muss die Schulden machen. Es geht nicht anders. Und es ist der Staat. Und wie ich gesagt habe, wir bezahlen das dann über höhere Steuern und so weiter. Ja, Kreditgeldsystem im Einsatz. Das ist jetzt, was aktuell abläuft. AIG, ein riesen Versicherungskonzern, am 16. September 2008, hat die Fed dem Konzern AIG einen Kredit von 85 Milliarden US-Dollar gewährt und übernahm dafür im Gegenzug fast 80% der Anteile. Das heißt, da haben wir das im Einsatz. Der Staat, also die Fed ist nicht der Staat, ja, aber diese Versicherungskonzern hat einen Kredit gebraucht in Höhe von 85 Milliarden Dollar, an dem natürlich Zinsforderungen dranhängen. Ja, das heißt, AIG ist gerettet durch einen Kredit, auf den sie, ich meine sogar 11% Zinsen bezahlen müssten. Dadurch sind die gerettet. Man sagt natürlich, ja, kurzfristig. Da gibt es jetzt nur im Moment kurzfristige Engpässe, ja, aber die sind jetzt dadurch gerettet, weil zukünftig werden die dann schon diese entsprechenden Einnahmen haben, um das zu leisten. Aber ich kann jetzt schon sagen, es wird halt dann, der nächste Kredit wird halt dann 160 Milliarden sein. Das kann nicht anders gehen, als immer noch höhere Schulden aufzutürmen. Funktioniert nicht anders in diesem System. Ja, das ist natürlich die Frage, ja. Wo kommt denn das zusätzliche Geld her, wo die US-Regierung doch so viele Schulden hat? Wie kann denn das sein, dass immer der Staat, obwohl die US-Regierung so verschuldet ist, ja, haben die dann trotzdem das Geld, um genau genommen, um die Staatsanleihen der Fed zur Verfügung zu stellen, damit die dann wiederum den Kredit an AIG vergeben kann? Wie kann denn das sein? Ja, und das ist genau dieser Punkt. Der Staat kann immer weiter Schulden aufnehmen, weil der Staat in das Eigentum der Bürger eingreifen kann. Ja, das ist das, was als Sicherheit hinter den Staatskrediten steht, und dadurch ist der Staat quasi ein unendlich tiefer Schuldner. Der Staat kann Schulden machen ohne Ende. Deswegen sind auch quasi immer, deswegen gibt es immer die Möglichkeit, die Banken zu retten über den Staat als letzten Schuldner. Da gibt es immer eine Möglichkeit. So, und jetzt Staat. Das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Ich habe schon ein bisschen darüber geredet, aber trotzdem. Wir alle kennen das. Wir müssen den Haushalt konsolidieren. Wir müssen Sozialausgaben verringern. Wir müssen wir müssen privatisieren. Das Allerbeste. Ja, wir müssen unsere kritische Infrastruktur, also Wasser, Straßen, alles Mögliche, müssen wir privatisieren, weil kein Geld da ist. Aber um die Banken zu retten als letzter Schuldnerinstanz, das funktioniert beim Staat immer. Also die Privatisierungen, die müssen schon sein. Also zuletzt, ja, in Deutschland wurden private Gelder mit hinzugezogen, um ein Teilstück von der Autobahn, ein neues Teilstück von der Autobahn zu finanzieren. Aber es ist kein Problem, 10 Milliarden Euro aufzutreiben, um die IKB zu retten. Irgendwie komisch, oder? So, Sozialausgaben, ganz klar, es muss immer gestrichen werden, kürzen, ja, und der Staat ist immer quasi pleite. In dem System ist der Staat immer quasi pleite. Der Staat vergibt Staat vergibt Staatsanleihen und kann als Schuldner, steht der Staat immer zur Verfügung, ist aber trotzdem gleichzeitig immer quasi pleite, und entsprechend müssen die Privatisierung und so weiter stattfinden. Warum können die Banken gerettet werden? Warum, wenn es nötig ist, ja klar können sie. Wo kommt dieses Geld her? Es werden einfach neue Staatsanleihen gedruckt. Ja? So, und jetzt die Frage. Der Staat kann die Bürger rechtmäßig enteignen. So. Der Staat hat, in Deutschland ist es so, die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH hat das Recht, auf Euro lautende Staatsanleihen zu emittieren. Dieses Recht hat die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, und sie bringt diese Staatsanleihen immer los, weil sie ja in das Recht, in das Eigentum der Bürger eingreifen kann. Diese auf Euro lautenden Staatsanleihen werden von Banken per Einräumung von Sichtguthaben vom Staat gekauft. Also die Banken kaufen diese Forderungen auf Rechnungen, die sie quasi nie bezahlen müssen, jedenfalls nicht in voller Höhe, und verpfänden diese dann an die Zentralbank, um sich damit das gesetzliche Zahlungsmittel zu beschaffen. Dort ist der Ursprung. Sie kaufen sich Staatsanleihen mit nichts, mit einer Forderungsbuchung, und wenn sie dann, um die Mindestreservevorschrift einhalten zu können, verpfänden sie einfach einen Teil der Staatsanleihen
an die Zentralbank und bekommen dadurch gesetzliches Zahlungsmittel. So, Herr Finanzminister, ich hätte da mal eine Frage. Wenn der Staat doch selbst durch seine Aktionen, durch seine Gesetze, durch seine, zum Beispiel eben dadurch, dass Steuern, ja, dass Steuern per Sichtguthabenübertragung, per Überweisung bezahlt werden, wenn der Staat die Banken in die Position gebracht hat, in der sie aktuell sind, ja, denn warum bezahlen wir denn an die Banken diese Zinsen? Warum nehmen wir die Kredite auf bei den Banken und nehmen nicht einen Kredit auf beim Bäcker? Ganz einfach, weil die Forderungen der Bank sind das Zahlungsmittel. Die Banken stellen das Zahlungsmittel zur Verfügung, das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel zur Verfügung, abgesehen vom Bargeld, und kassieren dafür Zinsen. Ja? Warum, wenn der Staat die Banken in diese Position gebracht hat, warum schöpft der Staat das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel dann nicht selbst und ist so automatisch in der eigenen Währung immer schuldenfrei? Ich sehe schon, einige haben sich damit schon auseinandergesetzt, das ist sehr, sehr gut. Da gibt es natürlich Einwände, ja, da sagen dann Leute, das geht nicht, dann gibt es Inflation. Also, geht nicht, dann gibt es Inflation. Ja. Und das Zweite ist, Staat ist auf Dauer korrumpiert worden, deshalb muss die Möglichkeit der Geldschöpfung weiter an unabhängiger Stelle, an privater Stelle erfolgen und darf nicht in die Hände des Staates fallen. Zu eins, ich bin hier drittens, ja, ich bin für weitere Diskussionen offen, gern können da weitere Einwände an mich herangetragen werden. Ganz klar, zu eins, Banken, welche heute für den Hauptteil der Geldschöpfung verantwortlich sind, also die Forderungen, damit bezahlen wir vorwiegend, ja, haben überhaupt keinen Auftrag, das Preisniveau stabil zu halten. Das interessiert die Banken gar nicht. Die Banken sind dazu da, um Profite zu machen. Herr Ackermann, ja, ist übrigens ein Schüler von Professor Binswanger, witzigerweise. Herr Ackermann sagt 25% Eigenkapitalrendite. Die Banken sind dazu da, die Kredite so zu vergeben, dass sie möglichst viel Profit machen. Die Banken sind nicht dazu da, unsere Preise stabil zu halten. Die Banken sind aber für den Großteil der Geldschöpfung verantwortlich. Ich sehe da einen Zielkonflikt. Ja? Das heißt, wenn ich dem Staat vorwerfe, ja, der Staat würde dann durch Geldschöpfung, würde der dann versuchen, die Infrastruktur zu finanzieren und würde der dann inflationieren, das hat ziemlich kurze Beine. Denn offensichtlich, und das ist heute schon so, offensichtlich existieren Regelungen, die verhindern, dass der Staat, der im Moment schon dazu in der Lage ist, Münzen selbst zu pressen in der staatlichen Münzprägeanstalt und diese dann zu vollem Nennwert zu verkaufen an die Zentralbank. Aber offensichtlich gibt es jetzt schon Regelungen, die verhindern, dass der Staat mit diesen Münzen, die er ja frei schöpfen könnte, ja, ohne Schuld, das ist übrigens das einzige wirklich existierende Nettogeld, diese Münzen, irgendwelche Regelungen existieren, die verhindern, dass der Staat unbegrenzt mit diesen Münzen shoppen geht. Ja? Also muss es auch, ähnliche Regelungen müssen sich finden lassen, um für Banknoten dann eine bestimmte Regelung zu machen oder dann für Sichtguthaben, die man auch im Sinne von Vollgeld, ja? Also wenn man die Banken dazu verpflichtet, 100% zu halten an Mindestreserve, dann könnte man auch da entsprechend regulieren dran. Das heißt, es muss ein klares Inflationsziel im Sinne von Geldmengenausweitung geben und wenn es das gibt, ja, dann ist ganz klar, wer die Verantwortung trägt. Wenn es ein Inflationsziel gibt und es gibt dann mehr Inflation oder es gibt ein Deflationsproblem, dann ist ganz klar, wohin man den Finger zu richten hat, wenn der Staat diese Aufgabe übernimmt. Ja, wir sind der Staat, wir sind der Souverän, wir sind der Souverän. Das heißt, da müssen sich Regelungen finden lassen, das zu machen. Und es ist eben dann nicht so, wie es im Moment ist, so mit ja, Boom und Bust und Inflation, Deflation, man weiß immer nicht so genau, woher es kommt, ist alles ein großes Mysterium. Ja? In diesem Fall wäre es ganz klar, wer zur Verantwortung zu ziehen ist. Zu zweitens, das ist ein absolut berechtigter Einwand, ja? Ich würde auch viel lieber die Geldschöpfung noch viel weiter demokratisieren, noch viel weiter, noch viel näher an die Bürger ranbringen. Und vielleicht gibt es ja da auch eine Möglichkeit, also da muss man einfach ein bisschen die graue Masse in Schwung bringen und ein bisschen überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich denke, diese Möglichkeiten gibt es, ja, und vielleicht kann man das ja sogar an die Kommunen dranbringen, wo das dann einfach bürgernäher stattfinden könnte, das Ganze. Man muss da aber einfach Zeit investieren und überlegen. So, jetzt hätte ich eigentlich noch eine These zu Zinsen. Ich weiß nicht, wie viel, habe ich noch 5 Minuten? Ja? Irgendeins geht. Ich bin schon eine halbe Stunde drüber. Ah, ein Glück.
Ja, ich würde aber trotzdem noch ganz gern das zeigen, warum am Zins ein zusätzliches Problem hat. Für langfristig auftretende Umweltschäden, zum Beispiel durch Atomenergie, ist ein Geldsystem, in welchem von dauerhaft positiven Geldkapitalrenditen ausgegangen wird und die natürlich sicher sind, ja, ist dazu nicht geeignet. Warum? Folgende Frage: Wenn ich Ihnen jetzt 100 Euro anbiete oder in einem Jahr 100 Euro anbiete, wofür entscheiden Sie sich? Für die 100 Euro jetzt, klar. Wenn ich Ihnen anbiete, Sie bekommen jetzt 100 Euro oder in einem Jahr 110 Euro, dann werden Sie sich das schon eher überlegen. Warum? Weil es natürlich einen Zins gibt, das ist der Diskontierungssatz. Ja, einen Zins gibt, damit müssen Sie praktisch die zukünftige Einzahlung von 110 müssen Sie bewerten und die zinsen Sie ab dann durch zum Beispiel einen Zinssatz von 1,05 und das Ergebnis davon ist größer als 100, deshalb entscheiden Sie sich eher für die 110, die Sie in einem Jahr kriegen, statt die 100 heute. Und dieses Phänomen ist dafür verantwortlich, dass langfristig auftretende Umweltschäden in diesem Geldsystem einfach verschwinden. Die verschwinden aus der Rechnung. Ja? Wenn die Leute in Diskussionen um Atomenergie, da heißt es immer, ja, haben Sie das bedacht mit den Endlagerstätten, diese ganzen Kosten, die da auf uns zukommen? Ja, haben wir bedacht. Lohnt sich mal näher hinzugucken, wie die das bedacht haben. Also folgende Szenerie, es gibt Renaturierungskosten aufgrund eines Unfalls in einem Atomendlager im Jahr 3008 und die Kosten betragen 1 Trilliarde Euro. Das ist also millionenfach, was wir insgesamt an Geld auf diesem Planeten haben. Das ist also so viel, dafür könnte man, wenn der Planet gespalten ist, den Planeten wieder zusammensetzen, so ungefähr. Ja, das ist einfach eine Zahl, die ich irgendwann, das ist 10 hoch 21, viel Geld. Dieses viele Geld, abgezinst auf den heutigen Tag mit einem Diskontierungssatz von 5%, ergibt genau 65 Cent. Sie können gern selber nachrechnen. Von 1 Trilliarde Euro in 1000 Jahren, und wir sprechen da von Materialien, die Halbwertszeiten von 10.000 und viel, viel länger haben, in genau 1000 Jahren bleibt von so einer riesigen Summe bei einem Diskontierungssatz von 5% genau 65 Cent übrig. Das ist also nichts. Ja, das heißt, der Zins macht für zukünftig entstehende Kosten oder Gewinne, macht er langfristig blind. Dieses Geldsystem ist dafür überhaupt nicht geeignet, um langfristig zu denken. Das ist quasi eine Weitsichtbrille, ja, die ich aufsetze und ich sehe zukünftig entstehende Umweltschäden, sehe ich gar nicht. Kurz- bis mittelfristiger Ausblick, die Banken werden weiter natürlich den Lender of Last Resort spielen. Die Frage ist, wie lange bleiben gute Staatskredite wirklich gut? So, was ist zu tun? Unter Beibehaltung des bestehenden Systems, eigene Kredite abklopfen, ganz wichtig. Ja. Kann mein Kreditinstitut, wo ich verschuldet bin, kann es meinen Kredit weiter veräußern? Ja, nein, einfach gucken. Gibt es die Möglichkeit für die Banken? Dann, wie sieht es aus mit Fälligstellung? Ab wann kann mein Kredit fällig gestellt werden? Ab wann laufe ich die Gefahr, mein Häuschen zu verlieren? Wie ist meine Verzinsung, fix oder variabel? Ja. Man muss sich einfach diese Fragen stellen, eigenen Kredit abklopfen, entsprechend umschulden eventuell im bestehenden System. Kredite nach Möglichkeit tilgen, außer Sie sind sich ganz sicher, dass Sie Ihre Zins- und Tilgungszahlungen immer leisten werden können, weil ansonsten verlieren Sie Ihre Sachsicherheit eventuell. Und dann natürlich, das ist ein bisschen populistisch natürlich oder polemisch, Kredite sollten wieder mehr an Menschen, die etwas können und etwas produzieren, vergeben werden, anstatt an Leute, die mit Geld verdienen wollen. Ja, also wenn ein Hedgefonds, zumindest war das bis vor wenigen Jahren noch so, wenn ein Hedgefonds mit viel Geld zu einer Bank geht, dann bekommt er auf dieses viele Geld noch viel mehr Geld in Form von Krediten. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber wenn Sie als einfacher Arbeiter und Handwerker einen Kredit aufnehmen wollen, dann haben Sie ein echtes Problem. So, dann grundsätzlich Stärkung des informellen Sektors, sich mehr mit Nachbarn verknüpfen, mehr im informellen Sektor tauschen, denn selbst in der Mainstream-Volkswirtschaftslehre gilt der informelle Sektor als eine Möglichkeit, um eine Grundversorgung herzustellen. Das heißt, da lohnt es sich, darüber nachzudenken und eventuell kann man durch durchdachte Regio-Währungskonzepte, das heißt, man strukturiert Regionalwährungen, das ist auch was, wonach sich unbedingt suchen sollten im Internet und sich darüber schlauchen über Konzepte, Regionalwährungskonzepte, Alternativwährungskonzepte. Hier in der Schweiz gibt es ein sehr erfolgreiches, heißt WIR, groß W-I-R. Ja, ist quasi teilformalisiert diesen informellen Sektor, ja, diese Alternativwährungssysteme. Es gibt also Alternativen.
und natürlich die soziale Komponente nicht außer Acht lassen, ist vielleicht eine wirklich gute Idee, das ist jetzt meine letzte Folie, eine gute Idee, sich mit seinen Nachbarn auseinanderzusetzen, macht viel mehr Sinn, mit den Nachbarn zu tauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, als sich zu bekämpfen im Fall der Fälle. Ziel. Es muss das Ziel sein, ein dauerhaftes Finanzsystem zu implementieren, ja? Welches nachhaltiges Wirtschaften überhaupt erst möglich macht. Das Aktuelle macht es nicht möglich. Im Gegenteil, das blendet diese ganzen Sachen systematisch aus. Arbeitslose automatische Geldkapitalakkumulation sollte so nicht mehr möglich sein. Das ist einfach, wie ich finde, ein Unding, dass Leute däumchendrehend Millionen verdienen und andere Leute arbeiten jeden Tag knüppelhart und können sich nicht mal mehr selbst ernähren, sondern müssen zum Staat rennen. Und die Zahlungsmittelabhängigkeit von Privatunternehmen, Banken, ja, die letztlich nur ihren Eigentümern oder der Eigenkapitalrendite verpflichtet sind, sollte definitiv eingeschränkt werden, ja, weil dadurch eröffnen sie natürlich enorme Möglichkeiten zur Manipulation. Das ist eine enorme Macht, die da in privater Hand liegt. Und damit bin ich durch. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Vielen Dank. Wow, vielen Dank. Vielen Dank, Nikolas. Das war schon der Hammer und man spürt genau, wie wenig man weiß. Stimmt das? Man weiß gar nichts. Aber kannst du als Experte nochmal reinhören, wenn ich für mein Verständnis nochmal zusammenfasse, was ich jetzt daraus gehört habe? Also zuerst, glaube ich mal, habe ich das Dirk-Hammer-Syndrom-Faktor erfüllt für mich. Ich bin ein potenzieller Krebspatient ab heute. Ja. Also mich hat die Sache schon ein bisschen schockiert, einfach von der Tatsache her, ich habe verstanden, da gibt es Geldfälscher in einem Maß, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber denen schenken wir unser ganzes Vertrauen, das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, dass Banken Geld verleihen, das eben Scheingeld ist somit, gegen wahrhaftige Sicherheiten. Ich habe verstanden, dass der Staat der beste Schuldner ist, aber der Staat sind ja wir. Und dadurch resultiere ich für mein Verständnis, soweit ich es jetzt verstanden habe, dass das größte Wirtschaftsverbrechen aller Zeiten ist, oder alle Zeiten waren ein großes Wirtschaftsverbrechen und wir verarmen mit Sicherheit. Das habe ich jetzt für mich herausgehört. Habe ich da recht gehört? Ich bin wirklich ein Laie von den Laien. Kompliment. Ja. Also wir verarmen mit Sicherheit, wenn wir da nicht Licht reinbringen. Und darum ist wieder für mich punkto AZK, für mich hat erste Priorität, dass man diese Geldfälscher, diese faktischen Betrüger, diese Hochkriminellen, die uns als Souverän nun bis in die absolute Armut hineinprogrammiert haben, dass das ans Licht kommt. Das muss Volksbewusstsein werden. Applaus